Darf ich einmal um eure Aufmerksamkeit bitten? Wir sind ein paar mehr Teilnehmer als erwartet, deshalb bitte ich euch, alle nochmal zusammenzurücken und keine freien Plätze zwischen euch zu lassen, damit hier auch alle sitzen dürfen. Wäre das möglich? Also alle nochmal zusammenrücken, damit hier ja kein Platz für Rucksäcke oder Jacken verschwendet werden. Vielen Dank. Thank you.
So, darf ich Sie noch einmal bitten, ein bisschen mehr zusammenzurücken? Man kann auch auf die Stühle ein bisschen mehr zusammenrücken, also dass man nicht allein auf einem Stuhl sitzt, sondern vielleicht sich zwei halbe Stühle teilt, damit hier wirklich alle die Möglichkeit haben zu sitzen und keiner gezwungen wird zu stehen. Vielen Dank. Frieden, Gesundheit und keine Armut, kein Hunger. Gesundheit und Wohlergehen, hochwertige Bildung, Geschlechtergleichstellung. Sauberes Wasser und Sanitärversorgung, bezahlbare und saubere Energie, menschenwürdige Arbeit und Wirtschaftswachstum. Industrie, Innovation, Infrastruktur, weniger Ungleichheit, nachhaltige Städte und Gemeinden. Verantwortungsvolle Konsum- und Produktionsmuster. Maßnahmen zum Klimaschutz. Leben unter Wasser, Leben an Land. Partnerschaften zur Erreichung der Ziele. Es hört sich
irgendwie so ganz okay an, aber wie soll das jemals klappen? Ja, ist doch total realitätsfern. Ihr geht doch nur zu Fridays for Future, um Schule zu schwänzen. Solche komplexen Zusammenhänge können Kinder doch sowieso nicht verstehen. Das sollte man lieber den Profis überlassen. Ist doch alles nur Klimahysterie. Klimaschwankungen, die gab es schließlich schon immer. Und nach der Demo erstmal schön zu McDonald's, ne? Ihr fliegt also nie in den Urlaub? Du bist Vegetarier, aber Fisch isst du. Und Greta Thunberg ist sowieso nur eine PR-Marionette? Ich sehe das Problem eigentlich gar nicht. Ein heißer Sommer ist doch voll geil. Ida Müller, 17, Gemeinschaftsschule Friedrichsort mit gymnasialer Oberstufe. Luisa Schmögen, 16, Lise-Meitner-Gymnasium Norderstedt. Paulina Friedrich, 17, Rote-Holzke-Schule Flensburg. Jan Martensen, 39, Gemeinschaftsschule Grunzhagen. Und damit herzlich willkommen zu Schule macht Zukunft, Impulse für ein nachhaltiges Leben. Herzlich willkommen, liebe Ministerin Prien, lieber Minister, oh, vielen Dank. Dankeschön. Liebe Ministerin Prien, jetzt. Okay, alles klar. Danke. Das war nicht so schlecht. Okay. Herr Albrecht, wir freuen uns auch sehr, dass Sie da sind. Nehmen Sie sich herzlich willkommen. Herzlich willkommen, liebe Frau Staatssekretärin Dr. Stenke, liebe Damen und Herren Abgeordnete des Schleswig-Holsteinischen Landtages, liebe Vizepräsidentin der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel, Frau Professor Dr. Ilka Peichmann, liebe Workshopleiterinnen und Workshopleiter, liebe Lehrkräfte, liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Gäste. Wir freuen uns sehr, dass Sie alle da sind. Schön, dass ihr alle da seid. Und wir freuen uns auch, dass wir hier zusammen sein dürfen. In der Christian-Albrechts-Universität auf Einladung des Bildungsministeriums, des Umweltministeriums, des Leibniz-Instituts für die Pädagogik der Naturwissenschaften und Mathematik, des IQSH, des Bildungszentrums für Natur, Umwelt und ländliche Räume und eben dieser Universität. Herzliche Grüße an der Stelle auch an alle Menschen, die draußen im Land zuschauen, über einen Internetstream. Wir freuen uns sehr über das rege Interesse an dieser sehr wichtigen Veranstaltung von Belang, die wir heute hier zusammen durchführen. Sie haben es eben schon gehört, wir sind heute bis auf den letzten Platz gefüllt. Das ist ja auch ein tolles Signal nach draußen und ein tolles Signal für uns und für die Vorhaben, die wir haben. Zwei kleine Grüppchen kommen noch etwas später. Die fahren gerne etwas länger mit der Bahn. Und die kommen dann wahrscheinlich nachher an der Seite rein. Es wäre nett, wenn Sie dann so ein bisschen versuchen, denen zu helfen, einen Platz zu finden. Aus Brandschutzgründen darf hier auf den Treppen keiner sitzen. Sie haben alle heute ganztägig die Möglichkeit, sich ganz viel einzubringen in unseren Diskurs. Sie können in den Workshops sich unterhalten und austauschen, in den Gesprächen auf dem Flur, in der Mittagspause und natürlich auch mit unseren Rednerinnen und Rednern. Sie können aber auch online Fragen stellen an eben diese. Dort vorne auf dieser rechten Wand sehen Sie die Zugangsdaten und die Hinweise, die das Ganze betreffen. Wir freuen uns, wenn Sie davon rege Gebrauch machen. Wer jetzt kein Handy oder Tablet dabei hat, also die beiden, können dann, oder drei, können dann ihren Nachbarn oder ihre Nachbarin ansprechen. Vielleicht dürfen sie dann eine Frage diktieren, die ihnen auf dem Herzen liegt. Das ist vielleicht auch eine schöne Möglichkeit, wenn man jemand Neues kennenlernen möchte. Apropos, wer ist denn jetzt eigentlich Schüler? Könntet ihr euch mal melden, bitte einmal? Okay. Oh, okay. Alles klar. Toll. Wer ist Lehrkraft? Okay, danke schön. Herzlich willkommen, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und wer ist nicht ganz sicher, zu welcher Gruppe? Drei oder beides? Ja, sehr schön. Wer ist denn das erste Mal an der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel? Oh, das wird unsere Gastgeberin freuen. Die wird euch gleich mit offenen Armen hier an der Uni begrüßen. Jetzt geht's los. Bitte begrüßen Sie, bitte begrüßt ihr jetzt die Gastgeberin dieser Veranstaltung, also die Hausherrin. Herzlich willkommen, Frau Professor Dr. Ilka Peichmann. Egal, danke. Moin. Ich soll sagen, das Mikro ist blau, falls man das da hinten noch einstellen muss. Wunderbar. Ja, einen wunderschönen guten Morgen auch von mir. Ich darf Sie alle sehr herzlich, und ich hoffe, Sie erlauben mir, dass ich das gemeinsam für alle mache, sehr, sehr herzlich begrüßen in den Räumlichkeiten der Christian-Albrechts-Universität und später auch in den Räumlichkeiten der Kieler Forschungswerkstatt, unserer gemeinsamen Einrichtung mit dem IPN. Ich muss gestehen, dass ich mich riesig freue, dass diese etwas andere Fridays for Future-Veranstaltung jetzt tatsächlich losgeht.
Die Organisation dieser Veranstaltung war auch für uns eine, glaube ich, durchaus große Herausforderung. Wir machen natürlich viele Kongresse an der Uni, aber eine solche Veranstaltung gleich mit zwei Ministerien organisieren zu dürfen, mit gleich zwei wissenschaftlichen Einrichtungen organisieren zu dürfen, mit den Vertreterinnen und Vertretern der Schule und der außerschulischen Lernorte organisieren zu dürfen und das ist, glaube ich, das eigentlich Besondere, von Anfang an das eben gemeinsam tun zu können, auch mit Schülerinnen und Schülern, die mitgeplant haben und Nachwuchswissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die mitgeplant haben. Das war schon eine wirklich ganz, ganz tolle Erfahrung. Das war auch nicht immer ganz einfach in der Logistik. Deswegen entschuldigen wir uns dafür, dass die ein oder andere Information vielleicht etwas spät gekommen ist. Aber das, was uns eigentlich wirklich begeistert hat, war die Resonanz, die diese Veranstaltung, die diese Organisation erfahren hat. Wir haben also geplant, dass wir für ungefähr 500 Leute etwa 20 Workshops brauchen. Wir hatten in kürzester Zeit über 30 und davon waren viele Menschen, die selbst zu diesen Themen forschen und arbeiten, für die das eigentlich gar nicht so normal ist, dass sie sagen, ich mache mal eben so einen Workshop, ich mache mir mal eben so Gedanken, wie ich das mit anderen Leuten organisieren kann. Wir hatten ungefähr 2 Wochen, glaube ich, die Einladung an die Schulen geschickt, haben gedacht, da kriegen wir bestimmt nicht unbedingt die 500 voll. Wir hatten über 700 Anmeldungen. Und es tut uns ausgesprochen leid, dass wir tatsächlich gar nicht alle aufnehmen konnten, die gerne gekommen wären. Deswegen lehne ich mich jetzt mal ein bisschen weit aus dem Fenster und sehe hoffentlich, dass die Damen und Herren hier vorne auch nicken. Ich verspreche all denjenigen, die heute nicht hier sein können, dass das nicht die letzte Veranstaltung dieser Art bleiben wird und dass wir irgendwie weiteres auf die Beine stellen können und werden, damit auch die anderen teilnehmen können. Und wir haben, das freut mich besonders als Vizepräsidentin für das Lehramt an der CAU, auch über 50 Studierende, die hier mithelfen, die mit in die Workshops gehen, die mitorganisieren. Das war eine wahnsinnig beeindruckende Resonanz und auch das ist für uns ein tolles Signal, wie ernst man dieses Thema Nachhaltigkeit, Bildung für nachhaltige Entwicklung nimmt. Insofern bleibt mir jetzt gar nicht mehr viel zu tun, als Ihnen allen einen ganz tollen Tag zu wünschen, viele inspirierende Gespräche. Nutzen Sie auch die Gelegenheit mit anderen jungen Menschen aus anderen Schulen, weil wir eben wirklich vorhaben, dass das hier nicht stehen bleibt, dass das ein Auftakt ist und dass wir mit Ihnen allen gemeinsam noch viele Projekte auf den Weg bringen werden und dann, glaube ich, auch mal den anderen ein bisschen südlich von uns zeigen können, wie toll Schleswig-Holstein sich in dieser Richtung bewegt und was wir hier alles auf die Beine bringen. Ein ganz großes Dankeschön an Sie alle, an ihr alle für dieses tolle Engagement. Herzlich willkommen bei der heutigen Veranstaltung. Dankeschön. Ja, vielen Dank, Frau Professor Dr. Parchmann. Wir freuen uns wirklich sehr, dass wir hier sein können. Und ja, das Konzept Bildung für nachhaltige Entwicklung, das ist geprägt vom Dialog und der Zusammenarbeit. Und ohne Kooperation funktioniert das ganze System gar nicht. Und diesem Leitgedanken wollen wir natürlich auch heute nachgehen. Und der Grundstein dafür ist auch schon gelegt, da innerhalb unserer Landesregierung 2 Ministerien mit mehreren Partnerinstitutionen ein Team gebildet haben. Und deshalb begrüßen wir jetzt am Mikrofon eine Person, der das Ganze sehr wichtig ist und die super viel dafür getan hat, dass wir heute überhaupt alle hier sein können. Also begrüßen Sie jetzt unsere Ministerin für Bildung, Wissenschaft und Kultur. Herzlich willkommen, Ministerin Karin Prien. Hallo, herzlich willkommen. Immer so hier. Ja, liebe Frau Parchmann, erstmal ganz herzlichen Dank, dass wir heute hier sein dürfen und ich finde einfach, das ist ein großartiges Beispiel dafür, wie wir in Schleswig-Holstein zusammenarbeiten. Das geht nur in einem kleinen Land und uns ist das so wichtig, genau diese Vernetzung zwischen Schulen, zwischen Hochschulen, zwischen Politik, zwischen Wissenschaft. Und das leben wir heute großartig, dass das geklappt hat. Allen, die daran mitgearbeitet haben, dass das hier heute möglich ist, ganz herzlichen Dank, ganz zu Anfang. Sehr geehrter Herr Professor Latif, toll, dass Sie sich Zeit nehmen für uns heute. Wir freuen uns sehr auf Ihren Input. Lieber Jan Philipp. Lieber Jan Philipp Eilreich, toll, dass wir das hier zusammen machen können. Super, dass du da bist. Applaus
liebe Lehrkräfte, die Sie sich Zeit genommen haben, ja nicht nur herzukommen heute, sondern das auch alles vorzubereiten mit den Schülerinnen und Schülern an Ihren Schulen, aber auch liebe Lehrkräfte und liebe Schülerinnen und Schüler, die ihr über den Livestream heute mit dabei seid. Herzlich willkommen hier. Liebe Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die Sie mitmachen in den Workshops, auch das, dass Sie sich dafür engagieren für einen solchen Kongress, der, glaube ich, in Deutschland einzigartig ist, herzlich willkommen, vielen Dank für Ihre Mitarbeit. Und schließlich, liebe Schülerinnen und Schüler, toll, dass ihr da seid, toll, dass ihr die Vorbereitung in die Hand genommen habt. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiges Signal, was hier von Kiel heute ausgeht. Herzlich willkommen. Ja, wir haben letztes Jahr angefangen mit der Planung. Wir haben gesagt, 500 Teilnehmerinnen und Teilnehmer, das trauen wir uns zu bei einer solchen Konferenz. Und es kam natürlich, wie es kommen musste. Wir hatten weit über 700 Anmeldungen. Wir konnten nicht alle, die kommen wollten, auch denn letztlich ermöglichen, hier zu sein. Wir haben über den Livestream viele im Land, die zusätzlich mit dabei sind. Aber ich glaube, genau diese Resonanz zeigt, wie sehr dieses Thema, und zwar auch in seiner Vielfältigkeit und Differenziertheit, das will ich ausdrücklich sagen. Hier geht es wirklich darum, sich mit komplexen Themen auseinanderzusetzen, wie hoch die Resonanz und die Bereitschaft bei Schülerinnen und Schülern ist, genau diesen Weg zu gehen. Und von Anfang an ist die Organisation nicht nur eine Sache gewesen, die die Universität, die Ministerien, die das IQSH, also unser Institut für Lehrerfortbildung und Qualitätsentwicklung und die anderen externen Partner übernommen haben, das IPN übernommen hat, sondern es waren von Anfang an auch die Landesschülervertretungen, es waren die Schülerinnen und Schüler unserer UNESCO-Schulen, unserer Zukunftsschulen, die mitgewirkt haben, diese Veranstaltung zu organisieren und die ihre eigenen Gedanken eingebracht hat, wie man so einen Kongress sinnvollerweise organisieren sollte. Und das Programm, ihr habt es gesehen, ist eben sehr vielfältig, sehr bunt und es ist extrem attraktiv. Ich habe den einen oder anderen sagen gehört, Mensch, schade, dass das nur ein Tag ist, an dem wir hier zusammen sind. Man bräuchte mindestens 2 oder 3 Tage, um das Ganze richtig nutzen zu können. Und worum geht es in unserem gemeinsamen Programm? Es geht natürlich um Workshops im Bereich der klassischen ökologischen Nachhaltigkeit, aber es geht auch um das wichtige Thema Demokratiebildung, es geht um soziale Gerechtigkeit, es geht um die Frage, wie können wir neue Technologien, wie können wir Wissenschaft einsetzen, damit wir diese großen Herausforderungen, die wir gemeinsam bewältigen wollen, wie können wir dem Herr werden. Und dass wir diese Probleme in den Fokus rücken, dafür habt, das muss man ja einräumen, vor allem ihr gesorgt, die in den letzten 12 Monaten auf die Straße gegangen seid. Es ist euer Verdienst, dass diese Themen heute ganz vorne und oben auf der Tagesordnung stehen. Und ich kann durchaus verstehen, dass der erste Impuls ist zu sagen, wir müssen auf die Straße gehen und öffentlicher Protest ist der einzige Weg, um diese Themen auf die Tagesordnung zu bringen. Trotzdem, das mögen Sie mir nachsehen, glaube ich, dass Schule, Hochschule, Wissenschaft und Bildung am Ende das notwendige Handwerkszeug sind, um tatsächlich die Probleme zu können. Und am Ende glaube ich, dass viele von euch, viele von Ihnen auch nicht nur protestieren wollen, nicht nur fordern wollen, sondern dass es am Ende darum geht, mitzugestalten und am Ende darum geht, Wege aufzuweisen, wie wir es besser machen können. Und deshalb geht es in der heutigen Konferenz und in den Workshops vor allem darum, Wissen zu vermitteln, Wissen zu teilen, sich zu vernetzen und darüber nachzudenken, was kann ich tun, ich als Einzelner, und was können wir gemeinsam tun, um die Dinge zum Besseren zu wenden. In Schleswig-Holstein, das würde ich gerne noch ein bisschen erzählen, fangen wir da nicht bei Null an. Bildung für nachhaltige Entwicklung ist ein Thema, das in unserer Schullandschaft fest verankert ist, sowohl in den Lehrplänen, den Fachanforderungen, als auch an vielen Schulen als besonderes Thema. Wir haben über 200 Zukunftsschulen, die sich mit diesen Themen
Themen beschäftigen. Wir haben Europaschulen, wir haben Schulen mit Courage und gegen Rassismus. Wir haben viele Schülerinnen und Schüler, die an Wettbewerben im naturwissenschaftlichen Bereich teilnehmen. Wir haben Schulen mit Schulgärten, mit Bienenzucht und vieles, vieles mehr. Und ich glaube, wir können sagen, und darauf bin ich auch ein bisschen stolz, dass die Bildung für nachhaltige Entwicklung in unseren Schulen heute fest verankert ist. Das geht natürlich in den Fächern, den sogenannten MINT-Fächern, Mathe, Naturwissenschaft, aber es geht auch um Demokratiebildung in Schule und es geht auch darum, wie sich einzelne Schulen heute schon ressourcenschonend und klimafreundlich organisieren. Deshalb möchte ich aber heute etwas tun. Frau Parchmann wird sich freuen, was euch vielleicht wundert, aber ich würde gerne einmal eine Lanze brechen für naturwissenschaftliche Studiengänge. Ich glaube, wir brauchen mehr junge Leute, die Lust haben, sich mit diesen ganzen komplexen Problemen, die heute Gegenstand der Workshops sind, auch beruflich auf hohem Niveau zu beschäftigen. Und deshalb vielleicht ist es für den einen oder anderen von Ihnen, von euch, doch noch mal eine Idee, sich für ein naturwissenschaftliches Fach zu interessieren. Ich glaube, der Tag heute kann dazu auch noch mal ein Incentive sein. Ja, jeder von euch, jeder von Ihnen, der heute an diesem Kongress teilnimmt, wird ein Botschafter sein, ein Botschafter für nachhaltige Entwicklung in unserem Land. Ich würde mich freuen, wenn wir uns einig sind, dass heute ein Auftakt ist und nicht sozusagen der Abschluss oder eine einmalige Geschichte. Wir als Ministerium werden das ganze Jahr über das Thema besonders stark machen an den Schulen. Wir werden ja auch eine Folgekonferenz im Juni haben, die wir regional organisieren werden zum Tag der Umwelt. Und wir werden den Schulleitungen und den Lehrkräften weitere Ideen an die Hand geben, wie die Themen im Rahmen der Bildung für nachhaltige Entwicklung in diesem Jahr besonders prominent an unseren Schulen stattfinden können. Ja, danke will ich sagen allen, die das hier organisiert haben. Das war kein Pappenstiel, Frau Parchmann hat es gesagt. Das ist gar nicht so einfach. Vernetzung ist super, aber Vernetzung erfordert eben auch ganz viel Kommunikation und auch die richtige Kommunikation. Deshalb nochmal ganz herzlichen Dank an das IPN und an die Christian-Albrechts-Universität, dass Sie uns helfen, eine solche Veranstaltung auf die Beine zu stellen. Das Gleiche gilt aber für unsere Partner an den außerschulischen Lernorten. Das Gleiche gilt für das IQSH. Das Gleiche gilt aber auch, erlaubt ihr mir heute mal, gilt für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bei uns im Ministerium, die hier richtig was auf die Beine gebracht haben. Ja, ich glaube, das reicht jetzt erstmal für den Anfang. Ich danke euch, danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Ich freue mich auf einen Tag, an dem auch ich sicherlich vieles lernen werde. Vielen Dank. Ja, vielen Dank an Sie, Frau Ministerin Prien. Insbesondere seit den letzten Jahren ist der Begriff Umwelt einer der präsentesten, wenn es um das Thema Nachhaltigkeit geht. Wir alle hier wünschen uns eine umweltbewusstere und bessere Zukunft. Und gerade deshalb freue ich mich heute, unseren Umweltminister und den Kopf des anderen an dieser Konferenz beteiligten Ministeriums begrüßen zu dürfen. Herzlich willkommen, Jan-Philipp Albrecht. Ja, herzlichen Dank auch für die Beteiligten, für alle, die hier mit sich engagieren für diese Konferenz, denn das wirklich Tolle daran ist ja, dass so viel ehrenamtliches Engagement da reingeflossen ist und dass wir es geschafft haben, mit all den Institutionen den Rahmen dafür auf die Beine zu stellen. Insofern, Frau Professor Parchmann und liebe Karin Prien, auch herzlichen Dank, dass Sie gemeinsam mit uns und auch den anderen beteiligten Institutionen und Personen, die sich da reingehangen haben, das hier auf die Beine stellen. Ich glaube, ich kann mich weitestgehend einfach sonst nur den Dank anschließen, will das gar nicht wiederholen und auch nicht nochmal immer wieder das sagen, was sozusagen generell als Einladung auch formuliert wird, sich mit zu engagieren bei der Frage auch, wie gestalten wir unsere Zukunft, wie erreichen wir diese 17 Nachhaltigkeitsziele, die wir international vereinbart haben. Ohne Zweifel, das sind super engagierte Ziele, das sind super hehre Ziele sozusagen, bei denen vollkommen
klar ist, die erreicht man nicht aus Versehen oder die erreicht man nicht von heute auf morgen. Und insofern will ich auch angesichts der vielen Fragen und Aussagen, die da schon reinkommen, deutlich machen, es geht hier heute darum, dass all diejenigen, die hier als Teilnehmende kommen, sich einbringen und ihre Meinung deutlich machen und miteinander ins Gespräch kommen. Und genau darauf ist unser Konzept, das wir entwickeln, für die Bildung nachhaltige Entwicklung auch ausgerichtet. Es geht darum, sich kritisch mit den Fragen von heute auseinanderzusetzen. Es geht darum, seine eigene, auch soziale Situation kritisch zu reflektieren. Es geht darum, zu partizipieren an dem, wie wir Gesellschaft und Zukunft gestalten. Und das wollen wir mit einer solchen Konferenz und das wollen wir mit unserem Konzept für die Bildung in nachhaltige Entwicklung befördern. Und es geht nicht darum, hier sozusagen zu erzählen, was wir alles tun oder wo wir politisch als Landesregierung zum Beispiel handeln, sondern es geht vor allen Dingen darum, das uns mitzugeben und sich selber dabei einzubringen. Und ich habe vieles von dem auch schon gelesen, was da kam. Und da kam zum Beispiel so eine Frage, wie beeinflusst eigentlich eine Bewegung wie Fridays for Future die Politik? Und da kann ich nur sagen, das beeinflusst die Politik unmittelbar. Und zwar sage ich das aus eigener Erfahrung. Ich bin seit anderthalb Jahren etwa hier als Minister tätig. Und in dieser Zeit habe ich erlebt, wie die Bundesregierung, wie die Bundespolitik gesagt hat, beim Thema CO2-Bepreisung werden wir in dieser Legislaturperiode keinen Fortschritt erleben. Und ich habe erlebt, wie wir uns in der Landesregierung zusammengesetzt haben und gesagt haben, eigentlich ist das doch eine gute Idee, zu sagen, auch CO2 muss einen Preis bekommen. Denn es ist doch absurd, dass wir weniger Geld zum Teil zum Verbrennen fossiler Energie in die Hand nehmen müssen, als wenn wir erneuerbare Energien umsetzen, in Wärme, in Verkehr und so weiter. Und da haben wir gesagt, wir machen einen Reformvorschlag. Haben wir im Januar letzten Jahres auf den Tisch gelegt im Deutschen Bundesrat, haben dafür gestritten, haben argumentiert, haben viele Beteiligte mitgenommen und ja, haben den Rückenwind verspürt, auch natürlich der Schülerinnen und Schüler, die gesagt haben, so, jetzt müsst ihr auch in die Richtung was auf den Weg bringen. Und im Dezember letzten Jahres, nicht mal ein Jahr später, hat der Vermittlungsausschuss zwischen Bundesregierung, Bundestag und Bundesrat am Ende ein Ergebnis erwirkt, das genau in diese Richtung geht und das dafür sorgen wird, dass CO2 zumindest einen ersten Preis bekommt und wir eben tatsächlich einen Anreiz denjenigen mitgeben, die in erneuerbare Energien investieren und die sagen, wir wollen umbauen. Das ist jetzt nur ein Beispiel von vielen, wo ich sage, man kann das beeinflussen. Und ich will auch gar nicht sagen, dass das schon die fertige Antwort ist auf alle Fragen. Das reicht noch nicht, was den Klimaschutz angeht. Ganz im Gegenteil. Wir haben den größten Teil der Aufgaben noch vor uns. Umso wichtiger ist es, dass wir heute auch weiter nochmal Perspektiven, Gedanken, Ideen mitgegeben bekommen, wo es hingehen kann. Und ich kann nur sagen, ich war vorher einige Jahre im Europäischen Parlament tätig. Ich war relativ jung noch und ich habe Menschen überall auf der internationalen Ebene getroffen. Ich habe mit dem Finanzminister der Vereinigten Staaten verhandelt und ich kann sagen, das sind alles Menschen, die kochen alle nur mit Wasser, wenn es darum geht, Entscheidungen zu treffen. In einer Demokratie zählt das Argument und zählt die Überzeugung. Und insofern kann ich nur sagen, jeder, der sich einbringt, gerade bei diesen Nachhaltigkeitsthemen dafür zu sorgen, dass Wege gegangen werden, die uns Zukunft bieten. Jeder kann und jede kann darauf direkt Einfluss nehmen. Und da möchte ich auch wirklich deutlich machen, das ist überhaupt nicht so, dass wir in einer Welt leben, in der alles fremdgesteuert ist, sondern wir können darauf Einfluss nehmen, wir können es selber in die Hand nehmen. Das ist mir wichtig, das deutlich zu machen, in einer Zeit, in der immer wieder in Frage gestellt wird, ob wir das alles noch hinbekommen und ob man überhaupt gehört wird. Man wird gehört und wir können es hinbekommen. Gerade gestern haben wir eine Studie für Schleswig-Holstein auf den Tisch gelegt, bekommen als Politik, in der beschrieben wird, wie Klimaneutralität hierzulande zu erreichen ist. Und wir haben viele Ansätze im Bereich des Gewässerschutzes, auch im Bereich der sozialen und wirtschaftlichen Zusammenhänge, die wir weltweit lösen müssen. Und die Ziele, die wir unter dem Dach der UNESCO vereinbart haben, auch was die Bildung nachhaltige Entwicklung angeht und die wir bei UN-Jugend
Treffen sozusagen, Konferenzen bei UN-Jugendkonferenzen immer wieder formuliert bekommen und wo Jugendliche sich engagieren, zeigen, dass die zukünftigen Generationen schon heute einen erheblichen Einfluss darauf nehmen. Und ich möchte dazu einfach nur motivieren, das auch weiterhin zu tun und uns auch direkt als Politiker und Politikerinnen anzusprechen und jemanden wie Mujib Latif jetzt genau zuzuhören. Ich habe ihn vor, ich glaube, 15 Jahren auf dem Parteitag mal erlebt. Da hat er all das schon erzählt, was er heute immer noch erzählt. Und deswegen ist es wichtig, dass wir das in die Öffentlichkeit tragen und uns mit denjenigen beschäftigen, die sich schon lange damit beschäftigen, wie wir unsere Welt nachhaltig gestalten können und daraus konkrete Aktionen machen. Das UNESCO-Motto sozusagen vom Projekt zur Struktur, die Fragen entwickeln, so geht nachhaltige Entwicklung. Und ich wünsche euch allen, Ihnen allen viel Spaß bei dem heutigen Kongress und vielen Dank nochmal für das Zusammenwirken, dass er funktionieren kann. Ja, vielen Dank, Herr Minister Albrecht. Wir freuen uns nun, dass Professor Dr. Mujib Latif zu uns sprechen wird. Seit 30 Jahren versucht er Politik wie die Gesellschaft auf die Folgen des Klimawandels und der Erderwärmung aufmerksam zu machen. Er ist Autor zahlreicher Bücher und Fachliteratur. Zudem wurde er für seine wissenschaftliche Arbeit mehrfach ausgezeichnet. Er ist einer der wenigen deutschen Mitglieder des IPCC, also zu Deutsch des Weltklimarates. Willkommen, Professor Dr. Mujib Latif vom Geomar-Helmholtz-Zentrum für Ozeanforschung in Kiel. Ja, vielen Dank für die Einladung hierher. Ich muss mal einmal meine eigene Präsentation jetzt aufrufen. Der hat sich vorgedrängelt, wie er das immer tut, ne? Ja, liebe Frau Parchmann, liebes Mini-Kabinett, kann man ja sagen. Liebe Ehrengäste, liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Mitglieder des Lehrkörpers und liebe Kolleginnen und Kollegen, das Thema Klimawandel, Klimakrise, Erderwärmung, je nachdem, wie man es nennen möchte, ist ja tatsächlich an Öffentlichkeit im Moment kaum noch zu toppen. Und Sie, Herr Albrecht, haben ja darauf hingewiesen, auch Sie, Frau Prien, das ist natürlich auch das Verdienst der Fridays for Future-Bewegung. Ich spreche ja selbst schon über die Dinge seit 35 Jahren, aber was jetzt diese Fridays for Future-Bewegung geschafft hat, habe ich in diesen 35 Jahren irgendwie nicht hinbekommen. Und deswegen bin ich sehr dankbar, dass jetzt die junge Generation aufsteht und Nachhaltigkeit einfordert. Wir sehen hier ein Bild von einer Fridays for Future Demo und da sind Plakate, die da hochgereckt werden und da stehen interessante Dinge drauf auf den Plakaten, zum Beispiel links, the climate is changing, why aren't we, also das Klima ändert sich, warum ändern wir uns eigentlich nicht, oder rechts, Earth does not belong to us, we belong to Earth, also die Erde gehört uns nicht, aber wir gehören zur Erde. Und in der Mitte, there is no planet B. Das heißt, es gibt keinen Planeten B. Wir haben nur diesen einen Planeten. Und das möchte ich mal deutlich machen. Wir sehen hier unser Sonnensystem mit den Planeten. Die Erde ist ganz links und dann kommen die verschiedenen Planeten. Erst kommt der Merkur, dann kommt die Venus. Die Venus ist einer von zwei Nachbarn, die wir haben. Dann kommt die Erde und dann kommt der Mars. Und wir können uns mal die Temperaturen ansehen auf der Venus, auf der Erde und auf dem Mars. Die Erde hat relativ milde Temperaturen, gemittelt über die gesamte Erdoberfläche von plus 15 Grad. Und das ist eben der Grund, warum die Erde eben lebensfreundlich ist und warum es überhaupt Leben auf unserem Planeten gibt. Schauen wir mal auf die Venus. Auf der Venus herrschen ungefähr 430 Grad.
Ja? Und das ist nun alles andere als lebensfreundlich. Das heißt, da können wir irgendwie nicht hin, wenn dieser Planet gegen die Wand gefahren ist. Ne? Und da haben wir noch einen zweiten Nachbarn. Man könnte ja auf die Idee kommen, dass wir dahin fahren. Das ist der Mars, aber das ist das andere Extrem, minus 60 Grad. Ja, also ich glaube, das ist auch nicht sehr lebensfreundlich und da wollen wir auch nicht hin. Also bleiben wir natürlich hier auf der Erde und sehen zu, dass wir diese lebensfreundlichen Bedingungen, die wir ja selbst vorgefunden haben, eben auch für die nachfolgenden Generationen bewahren. Aber es ist natürlich auch interessant zu verstehen, warum es diese enormen Temperaturunterschiede eigentlich zwischen diesen drei Planeten gibt. Weil ursprünglich waren die mal relativ ähnlich. Ja, aber dann haben sie sich extrem verschieden entwickelt. Und einer der Faktoren, die das Klima auf einem Planeten bestimmen, ist die Atmosphäre. Jeder Planet hat ja eine Atmosphäre und die Zusammensetzung der Atmosphäre, die bestimmt im entscheidenden Maß, wie das Klima auf der Oberfläche des Planeten ist. Und schauen wir uns mal die Zusammensetzung der Erdatmosphäre an, dann sehen wir hier 78% Stickstoff. 21% sind Sauerstoff, das ist super. Stickstoff, die Pflanzen lieben Stickstoff, wir lieben den Sauerstoff. Das sind schon 99%, wenn man nur die beiden hat. Und dann ist da noch ein Edelgas, Argon, mit 0,9%. Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, warum Argon in der Luft ist, aber es ist da. Ja? Und dann haben wir schon 99,9%. Und wenn das alles wäre, würden wir das Schicksal des Mars teilen. Es wäre bitterkalt auf der Erdoberfläche und die Temperaturen würden weit unter dem Gefrierpunkt liegen. Aber zum Glück ist da noch so ein ganz, ganz kleiner Rest. Und dieser Rest, das sind die berühmten Spurengase und die heißen eben Spurengase, weil sie nur in winzigen Spuren in der Luft vorkommen. Und einige von diesen Spurengasen, nicht alle, wie zum Beispiel Kohlendioxid oder Methan, die beeinflussen das Klima. Und deswegen sprechen wir auch von Treibhausgasen. Diese Treibhausgase, deswegen der Name, produzieren den Treibhauseffekt. Also der Treibhauseffekt ist erst einmal nichts Böses und auch CO2, Kohlendioxid oder Methan sind nichts Böses, sondern sind letzten Endes Garanten für die lebensfreundlichen Bedingungen auf der Erdoberfläche. Und der Treibhauseffekt, der funktioniert ja so ähnlich wie der Effekt, den wir im Glashaus oder im Treibhaus nutzen können. Jeder weiß ja, jedes Kind weiß, wie ein Treibhaus funktioniert. Die Sonnenstrahlen können durch das Glas durchscheinen. Das führt zu einer Erwärmung im Treibhaus, aber die Wärme kann nicht wieder entweichen, weil das Glas halt davor ist. Also das Glas ist nicht transparent für die Wärme, die versucht, aus dem Treibhaus herauszukommen. Und deswegen ist es eben so wohlig warm im Treibhaus. Und diese Treibhausgase, wie CO2 zum Beispiel, die wirken eben wie das Glas in einem Treibhaus. Sie lassen die Sonnenstrahlen durch, aber verhindern, dass die Erde ihre Wärme wieder abgeben kann. Und deswegen ist es eben so wohlig warm hier unten auf der Erdoberfläche. Wie gesagt, tatsächliche Temperatur ungefähr plus 15 Grad ohne diese Treibhausgase, ohne diesen lächerlich kleinen Anteil von Treibhausgasen, der nur einen Bruchteil 1% ausmacht, hätten wir hier auch eine Eiswüste. Und nun ist natürlich interessant zu fragen, wie sieht es denn auf der Venus aus? Auf der Venus gibt es nicht einen Bruchteil 1% CO2 in der Luft, sondern 96%. Also fast die gesamte Atmosphäre auf der Venus besteht aus CO2. Und die Atmosphäre der Venus hat ohnehin viel mehr Masse. Das heißt, da ist eine unglaubliche Menge von CO2 drin. Und das produziert einen super Treibhauseffekt. Und deswegen ist es so unglaublich heiß auf der Venus mit Temperaturen von über 400 Grad. Auf dem Mars gibt es nur eine hauchdünne Atmosphäre. Diese hauchdünne Atmosphäre hat auch 96% CO2, aber 96% von nichts bleiben nichts. Und deswegen hat der Mars so gut wie keinen Treibhauseffekt und deswegen ist es so bitterkalt
auf der Marsoberfläche. Und das zeigt uns nochmal, wie wichtig die Zusammensetzung der Luft ist, wie wichtig die Zusammensetzung einer Atmosphäre ist für das Klima auf der Oberfläche des Planeten. Ja, und was wir jetzt tun, ist, dass wir dabei sind, den Gehalt dieser Treibhausgase in der Luft zu erhöhen und insbesondere den Gehalt von CO2. Und CO2entsteht vor allen Dingen dadurch, dass wir die fossilen Brennstoffe verfeuern, also Erdöl, Erdgas und Kohle im Verkehr, Benzin, bei der Wärme ist es Heizöl und ungefähr 90% der Energie weltweit wird eben über die Verbrennung der fossilen Brennstoffe erzeugt. Und dabei entsteht eben CO2. Das können wir nicht vermeiden und deswegen gelangen eben riesige Mengen von CO2 in die Luft. Aber ein Problem ist, dass man das gar nicht sehen kann. Ja, was wir hier sehen, ist im Wesentlichen Wasser, was aus den Schornsteinen kommt. CO2 ist unsichtbar. Und das ist übrigens, glaube ich jedenfalls, einer der Gründe, warum wir das Thema eigentlich immer so ein bisschen verdrängen, weil wir sehen die Bedrohung nicht. Und die Bedrohung, die ist extrem, das muss man einfach sagen. Wenn man sich mal anguckt, wie sich der CO2-Gehalt der Luft so im Laufe der Jahrtausende entwickelt hat, dann sieht man, dass der heutige Wert einmalig ist, seit wir Menschen auf diesem Planeten leben. Wir können das rekonstruieren für die letzten 800.000 Jahre. Also ich bin jetzt nicht 800.000 Jahre alt, das werden Sie mir glauben. Aber man sieht oben in der Fotografie einen Eiskern. Und meine Kollegen, die ziehen eben Eiskerne aus Grönland, aber auch aus der Antarktis. Und da sind eben winzige Luftbläschen enthalten. Und die haben die Zusammensetzung der Luft konserviert für die letzten Jahrhunderttausende. Und deswegen können wir sehr gut rekonstruieren, wie die Zusammensetzung der Luft gewesen ist. Und man sieht ganz rechts den heutigen Wert, der ist wirklich einmalig. Eigentlich müssten ja jetzt bei uns die Alarmglocken schrillen, aber sie tun es eben nicht, weil wir sehen es nicht. Ja? Ich glaube, es wäre völlig anders, wenn sich der Himmel immer bräunlicher einfärben würde, ne? In dem Maße, wie das CO2 ansteigt in der Luft, dann würden wir, glaube ich, sofort handeln. Und wir sind eigentlich sehr gut darin zu handeln, wenn die Bedrohung offensichtlich ist, wenn Umweltprobleme offensichtlich sind, wenn irgendwas stinkt, wenn irgendwas dreckig aussieht oder so weiter, dann handeln wir. Ja? Aber dieses Problem ist doch in gewisser Weise abstrakt und deswegen haben wir immer so das Gefühl, na, ist doch vielleicht alles nicht so schlimm. Ja, wir wissen, dass die Temperatur sehr stark auch von den Treibhausgaskonzentrationen abhängt. Das sieht man in der roten Kurve, das ist die Temperatur, auch in der Antarktis. Und man sieht, dass es da durchaus eine Beziehung gibt. Wenn die blaue Kurve hoch ist, das heißt, wenn das CO2 hoch ist, dann ist auch die Temperatur hoch und umgekehrt. Und insofern sollten wir aufpassen, dass der CO2-Gehalt der Luft nicht zu hoch wird, weil dann könnte es ziemlich ungemütlich auf der Erde werden, weil dann steht uns möglicherweise eine extreme Erderwärmung ins Haus. Nun, alles, was ich erzähle, ist ein alter Hut. Ja? Und der Mann hat schon alles berechnet. Svante Arrhenius, 1896, späterer Nobelpreisträger. Und der hat eine Arbeit verfasst mit dem Titel, eine wissenschaftliche Arbeit, mit dem Titel über den Einfluss von Kohlensäure in der Luft auf die Bodentemperatur. Damals hat man von Kohlensäure gesprochen, nicht von Kohlendioxid, aber wenn man in die Arbeit guckt, steht da auch CO2. Wenn man es also übersetzt in die heutige Wissenschaftssprache, dann lautet die Arbeit über den Einfluss von Kohlendioxid in der Luft auf die Bodentemperatur. Und der hat hatte ich ja schon gesagt, alles gemacht. Er hat also unendlich viele Berechnungen durchgeführt. Und ich sage meinen Studenten immer, und das sage ich jetzt auch den Schülerinnen und Schülern, wenn ihr Vorträge haltet, bitte keine Tabellen zeigen. Ne? Aber ich habe die jetzt gescannt, weil einfach um zu dokumentieren, dass er unglaublich viel damals schon gemacht hat, vor über 100 Jahren. Aber da hat er ein Problem und dieses Problem haben wir natürlich heute auch. Er wusste ja nicht, wie würde sich die Menschheit verhalten. Also wie würde sich der CO2-Gehalt der Luft ändern? Und das kann ich heute auch nicht sagen.
Was hat er gemacht? Er hat dann verschiedene Fälle durchgerechnet. Deswegen sind da so viele Zahlen. Er hat das auch gemacht für die verschiedenen Breitenzonen. Er hat das gemacht für die verschiedenen Jahreszeiten. Und ganz links hat er zum Beispiel auch gerechnet, was passiert, wenn der CO2-Gehalt der Luft sinkt. Und vielleicht können Sie es erkennen, da sind überall Minuszeichen davor. Das heißt, es müsste kälter werden, wenn der CO2-Gehalt der Luft sinkt. Und er war auch daran interessiert, wie es zu Eiszeiten kommt. Ja? Und das ist ein wichtiger Faktor, den hat er damals schon herausgefunden. Ein wichtiger Faktor, wenn der CO2-Gehalt der Luft niedrig ist, dann wird es eben schon relativ kalt bei uns auf der Erdoberfläche. Ja, und dann weiter rechts sind die Zahlen für den Fall, dass der CO2-Gehalt der Luft steigt mit verschiedenen Raten. Und in dem roten Kasten, den ich da reingemalt habe, sind die Zahlen für den Fall, dass sich der CO2-Gehalt der Luft verdoppelt. Ja, der damalige CO2-Gehalt verdoppeln würde, der ungefähr bei 0,028% gelegen hat. Und er hat dann berechnet, dass sich die Erde ungefähr im Mittel um 5 Grad erwärmen würde, um 5 Grad. Fragen Sie natürlich, was sind 5 Grad? Sagt einem erstmal nicht so viel, klingt vielleicht auch nicht sehr dramatisch, 5 Grad. Aber 5 Grad ist mehr als der Temperaturunterschied zwischen dem Höhepunkt einer Eiszeit und dem Höhepunkt einer Warmzeit. Das sind ungefähr 4 Grad. 5 Grad wären nochmal mehr. Das heißt also, wir sprechen hier über eine radikale Klimaänderung, wenn sich die Erde tatsächlich um 5 Grad erwärmen würde. Nun, er lag wahrscheinlich, aber so ganz sicher sind wir uns da auch nicht, ein bisschen hoch mit seinen Berechnungen mit 5 Grad. Wir gehen heute davon aus, dass es so zwischen 3, vielleicht 4 Grad sind. Aber wenn man bedenkt, dass er das vor 100 Jahren gemacht hat, wenn man bedenkt, dass es damals ja keine Computer gegeben hat oder Satelliten oder was auch sonst, ist das natürlich sensationell, dass er eigentlich schon die in Anführungsstrichen richtige Antwort oder fast die richtige Antwort geliefert hatte. Und noch interessanter und noch beeindruckender ist, wenn man die Arbeit liest, dass da in der Diskussion, dass er schon darüber spekuliert, dass seine Abschätzung etwas hoch ausgefallen sein könnte und auch schon die Gründe dafür angibt, warum das vielleicht der Fall gewesen war. Also was ich eigentlich die ganze Zeit erzählen will, ist, wenn wir eines nicht haben, ist es ein Erkenntnisproblem. Wir haben ein Umsetzungsproblem und nur ein Umsetzungsproblem. Nun können wir uns mal ansehen, was passiert ist, seit er gelebt hat. In Rot sehen wir CO2 seit 1900, das geht nach oben. Und in Blau sehen wir die Temperatur. Und die horizontalen blauen Striche, das sind immer die Mittelwerte über Jahrzehnte. Ja, weil die blaue Kurve, die schwankt ja ziemlich. Es gibt ja natürliche Schwankungen, wir haben es mit einem chaotischen System zu tun. Und die Temperatur geht mal rauf, geht mal runter. Aber wenn man so Jahrzehnte-Mittelwerte betrachtet, dann sieht man, dass in den letzten Jahrzehnten es tatsächlich so gewesen ist, dass Jahrzehnt für Jahrzehnt es immer wärmer auf der Erde geworden ist. Und das ist eben auch genau der Zeitraum, in dem das CO2-Gehalt der Luft so extrem stark angestiegen ist. Nun, aber das verwirrt viele Leute, dass die Temperatur nicht so gleichförmig nach oben geht wie das CO2. Und dann gibt es ja immer die Skeptiker, die sagen, es gibt gar keine Verbindung zwischen CO2 und Temperatur, weil schau her, CO2 ist hochgegangen und Temperatur ist runtergegangen. Ja? Und, aber das ist natürlich ein Argument für Dumme irgendwo. Wenn man sich diese Zeitreihe anguckt oder diese beiden Zeitreihen, da sieht man doch schon ziemlich deutlich, dass es da einen Zusammenhang geben könnte. Aber wir haben uns irgendwie schon daran gewöhnt, dass es wärmer geworden ist. Und ich merke das immer daran, wenn mal Schnee fällt, dass sich die Medien melden. Das war gestern auch der Fall. Gestern hat der Hessische Rundfunk angerufen, weil in Süddeutschland Schnee gefallen ist. Und da bin ich immer geneigt zu sagen, was wollt ihr eigentlich? Es ist Winter. Aber das ist doch schon ziemlich selten geworden. Und daran kann man schon erkennen, dass die Erderwärmung wirklich voranschreitet. Und ich bin ja jetzt wirklich hier vielleicht sogar der Älteste im Raum. Und ich weiß ja noch, wie es in den 50er Jahren gewesen ist, als ich Kind war in Hamburg. Ich meine, ich habe doch immer meine Schlitten rausgeholt, Eisgang auf der Elbe. Also wenn das heute passiert, wie gesagt, ich
kann wetten, und es passiert auch immer, je nachdem, wo es passiert, ja, entweder ruft der NDR an oder Hessischer Rundfunk oder Bayerischer Rundfunk, wer auch immer, irgendeiner ruft immer an, wenn irgendwo Schnee fällt. Ja. Gut, das Ganze hat natürlich Auswirkungen, aber diese Auswirkungen sind regional unterschiedlich. Und wir sehen jetzt hier die Temperaturentwicklung für die, seit Beginn der Messung 1880, das sind immer 5 Jahresmittelwerte, die da durchlaufen. Und lange Zeit sieht man nichts, weil eben das CO2 auch nicht so richtig angestiegen ist. Aber jetzt so allmählich, so in den 80er, 90er Jahren, sieht man, dass sich der Planet so allmählich so gelblich-orange einfärbt. Ganz oben in der Nordpolarregion, da sieht man sogar rote Farbe. Und in der Tat ist die Nordpolarregion, also die Arktis, die Region, die sich von allen Regionen am stärksten erwärmt hat, ungefähr doppelt so stark wie im globalen Durchschnitt. Und das merken wir natürlich auch, dass es wärmer wird, habe ich ja gerade angesprochen. Wir sehen hier die heißen Tage in Deutschland. Heiße Tage sind Tage, an denen die Temperatur 30 Grad erreicht oder darüber geht. Und man sieht einen deutlichen Trend seit 1950, dass die Anzahl der heißen Tage immer weiter zunimmt. Und 2018, also vorletztes Jahr, hatten wir die bisher meisten heißen Tage. Also so viele Tage mit Temperaturen von 30 Grad und mehr hat es bisher noch nicht in Deutschland gegeben. Und ja, steht zu befürchten, dass natürlich dieser Trend weiter anhalten wird. Wir können uns das mal angucken links, wo das vor allen Dingen der Fall gewesen ist. Das war in Ostdeutschland der Fall, das war in Westdeutschland, in Südwestdeutschland der Fall, aber auch bei uns. Blaue Farbe heißt auch bei uns in Schleswig-Holstein hat es relativ viele heiße Tage gegeben. Das heißt also Tage mit Temperaturen von 30 Grad und mehr. Ja, und dann hatten wir letztes Jahr einen neuen Allzeitrekord, 42,6 Grad. Es war noch nie so warm an einem Ort in Deutschland wie 2019. 42,6 Grad, da muss man sich mal vorstellen, das ist echt der Wahnsinn. Und ich sagte es ja schon, es bleibt da vielleicht nicht stehen, sondern ich könnte mir gut vorstellen, dass wir in den nächsten Jahren durchaus noch weitere Temperaturrekorde bekommen. Und wenn wir wirklich eine Erderwärmung von 3, 4, vielleicht 5 Grad hätten, ja, dann will ich gar nicht darüber nachdenken, wo wir dann bei den Temperaturen landen würden. Ja, ich hatte ja angesprochen, die Erwärmung in der Arktis ist besonders stark. Und die Arktis ist ein Ozean, der arktische Ozean, und ist mit so einer dünnen Eisschicht bedeckt, das Meereis. Und dieses Meereis zieht sich zurück. Und das sieht man hier in dieser Animation eigentlich ganz gut. Wenn man mal guckt, so nördlich von Alaska oder nördlich von Russland, da gibt es kaum noch Eis im September. Im September wird immer das Minimum erreicht und das ist hier gezeigt. Und das ist natürlich schon extrem, wie sich hier dieses Eis zurückgezogen hat. Und es sind im Sommer jedenfalls ungefähr 40%. Wir haben 40% der mit Eis bedeckten Fläche schon verloren. Und das kann durchaus sein, dass wir im Sommer dann irgendwann eine eisfreie Arktis haben, aber nur im Sommer, das will ich nochmal sagen, weil im Winter, in der Polarnacht, wird es immer noch so kalt, dass sich immer neues Eis bilden kann. Aber im Sommer, und das deutet sich ja schon an hier, kann man durchaus damit rechnen, dass in 30, 40, 50 Jahren vielleicht schon die Arktis eisfrei ist. Ja, und das Ganze sehen wir hier nochmal als Standbild, und der Trend ist offensichtlich. Ja, hier sehen wir seit Beginn der Satellitenmessung 1979 die Meereisbedeckung in der Arktis, und natürlich gibt es da auch Schwankungen, aber der Trend ist offensichtlich, wir verlieren immer mehr Meereis. Ja, und das ganze Ökosystem ist natürlich betroffen. Es ist nicht nur in Anführungsstrichen der Eisbär. Ja, ich meine, da leben viele Tiere, da leben auch viele Kleinstlebewesen, und gerade die Kleinstlebewesen hängen auch von der Existenz des Eises ab und stehen oftmals am Anfang der Nahrungskette, wie Krill zum Beispiel. Ja? Und deswegen besteht die Gefahr, dass hier wirklich ein gesamtes Ökosystem zerstört wird, alleine durch die Erwärmung des Meeres und der damit in zusammenhängenden Eisschmelze. Wenn das Meereis schmilzt, steigt der Meeresspiegel nicht. Der Meeresspiegel steigt nur,
aufgrund von zwei Faktoren. Ein Faktor sehen wir hier, und zwar die Landeisschmelze. Und die großen Eisschilde auf Grönland und in der Antarktis, die haben schon angefangen zu schmelzen. Und das sehen wir hier in den beiden Animationen, da wo es rötlich wird, da haben wir einen Netto-Massenverlust. Das heißt also, da verlieren wir schon Eis. Oben kommt vielleicht noch ein bisschen drauf, weil in einer wärmeren Welt wir einfach höhere Niederschläge haben. Die fallen da oben immer noch als Schnee. Aber unterm Strich netto, und das zeigt die grüne Kurve, die nach unten zeigt, unterm Strich verlieren wir einfach das Eis der großen kontinentalen Eisschilde. Und deswegen steigt eben auch der Meeresspiegel, das sehen wir rechts. Seit 1880 sind es schon ungefähr 25 Zentimeter, übrigens auch bei uns an den Küsten. Und wir bauen ja schon die Deiche hoch hier in Schleswig-Holstein. Und das ist natürlich auch Folge der Erderwärmung. Und ein Punkt möchte ich nochmal ansprechen. Das ist nicht alleine die Eisschmelze, die den Meeresspiegel steigen lässt, sondern die Meere nehmen den überwiegenden Teil der Wärme auf, die durch den Anstieg der Treibhausgase zurückgehalten wird. Über 90% haben die Meere aufgenommen. Und die Meere erwärmen sich bis in große Tiefen und deswegen dehnt sich das Meerwasser aus. Jeder Körper, der sich erwärmt, der dehnt sich aus. Und von diesen 25 Zentimetern ist ungefähr die Hälfte auf diese Wärmeausdehnung zurückzuführen und die andere Hälfte ist auf die Eisschmelze zurückzuführen. Aber man sieht, dass die Kurve sich jetzt so langsam aufsteilt, ne, dass es immer schneller geht mit dem Meeresspiegelanstieg. Und das hat eben mit der Eisschmelze zu tun, weil die beschleunigt sich jetzt extrem. Lange Zeit waren das sozusagen schlafende Riesen, ja, aber diese schlafenden Riesen sind jetzt aufgewacht und die fangen jetzt an abzuschmelzen und das trägt eben zu dieser extremen Beschleunigung des Meeresspiegelanstiegs bei. Ja, letzter Punkt, Politik. Es gibt ja das Abkommen von Paris 2015, das war die 21. Weltklimakonferenz und da hat man sich darauf verständigt, dass man die Erderwärmung auf deutlich unter 2 Grad gegenüber der vorindustriellen Zeit begrenzen möchte. Im Moment stehen wir ungefähr bei 1 Grad, also die Hälfte des Weges haben wir sozusagen schon geschafft, in Anführungsstrichen. Und im Pariser Klimaabkommen steht auch drin, dass man die Erderwärmung oder dass man alle Anstrengungen unternehmen möchte, die Erderwärmung möglichst auf 1,5 Grad zu begrenzen. Ja, nun ist dieses Abkommen unterschrieben worden, das ist super, aber es muss natürlich auch eingehalten werden und daran hapert es natürlich im Moment. Und da gibt es halt Leute wie den amerikanischen Präsidenten, der nun irgendwie rückwärtsgewandt sagt, ha, es gibt doch gar keinen Klimawandel und das sei doch alles nur eine Erfindung der Chinesen, um den Amerikanern zu schaden. Und ich fange jetzt mal an, die Kohle zu retten, ja, während alle anderen vernünftigen Menschen, so muss ich das einfach sagen, sich mehr in Richtung der erneuerbaren Energien orientieren. Aber das ist natürlich ein großes Problem, dass wir heute fast in postfaktischen Zeiten leben. Das darf man nicht vergessen. Das heißt also, Emotionen zum Teil, auch Falschmeldungen, Lügen treten an die Stelle von Fakten. Und da ist natürlich gerade Schule extrem gefragt, dem etwas entgegenzusetzen, weil wir werden ja bombardiert mit Informationen. Und niemand kann ja letzten Endes beurteilen, welche Information ist eigentlich seriös und welche ist nicht seriös. Das kann man immer nur in dem Bereich tun, in dem man selbst unterwegs ist. Also ich kann es tun im Bereich der Klimaforschung, aber in vielen anderen Bereichen kann ich es auch nicht tun. Deswegen muss man immer genau gucken, was sind eigentlich die Quellen. Ja, wer sagt hier eigentlich etwas und hat dieser jemand vielleicht auch Eigeninteressen? Aber eins möchte ich auch noch mal sagen. Beim Klima fängt es an. Bei der Abschaffung der Demokratie, der Freiheit und der Menschenrechte hört das auf. Und deswegen muss man sich solchen Tendenzen extrem entgegensetzen.
Wir sehen hier so eine Klimauhr, ja, die da sich immer wiederholt. Das sind auch die Temperaturmessungen. Und da sind zwei Kreise eingezeichnet. Das sind die beiden Zahlen, die im Pariser Klimaabkommen stehen. Also der 1,5-Grad-Kreis und der 2-Grad-Kreis. Und das Ziffernblatt sind die Monate. Und man kann daran eigentlich sehr schön sehen, wie dicht wir schon an diesen 1,5 Grad dran sind und dass es wirklich einen Handlungsdruck gibt. Das heißt also, wir können jetzt nicht mehr lange warten, wie in den letzten 30 Jahren irgendwie mal abwarten und sehen, was passiert, sondern die Dinge sind passiert, sie passieren und sie werden weiter passieren. Und jetzt geht es darum, dass wir wirklich anfangen, das Pariser Klimaabkommen umzusetzen. Ein Punkt ist wichtig. Ich höre immer wieder, warum sollten wir eigentlich was tun? Warum sollte Deutschland was tun? Deutschland hat doch nur 2% der weltweiten CO2-Emissionen. Ja? Es bringt da überhaupt nichts, wenn Deutschland was macht. Erstens, Deutschland hat nur 1% der Weltbevölkerung. Das heißt, Deutschland entlässt überproportional viel CO2 in die Luft. Und wenn man auf den internationalen Konferenzen unterwegs ist, da geht es ja auch um Glaubwürdigkeit. Und wieso sollten wir das Recht haben, mehr CO2 auszustoßen als jemand in einem Entwicklungsland? Ja? Und wir schauen uns mal hier den Pro-Kopf-Ausstoß an. Und die Breite eines Balkens sagt uns, wie viele Menschen in dieser Region oder in diesem Land leben. Ganz links sehen wir die USA. Die USA sind übrigens nicht die schlimmsten, wenn man Saudi-Arabien sieht und so weiter. Die sind beim Pro-Kopf-Ausstoß noch viel höher, aber den habe ich jetzt mal weggelassen. Wir sehen hier 16 Tonnen CO2 entlässt jeder Amerikaner und natürlich auch jede Amerikanerin im Schnitt pro Jahr CO2. Russland überspringe ich mal, dann kommt schon China mit 7. Und da leben sehr viele Menschen, deswegen ist der Balken breit, über 1 Milliarde Menschen. EU auch ungefähr 7, noch mit Großbritannien, das heißt, der Brexit ist hier noch nicht vollzogen. Und dann gehen wir mal zu Indien. Indien ist violett, sehr breiter Balken. Und Indien liegt ungefähr bei 2. Das heißt, jeder von uns entlässt ungefähr 5-mal mehr CO2 als ein Inder. Und das ist natürlich eine Riesenungerechtigkeit und das geht nicht. Und was ist denn die Konsequenz? Die Konsequenz kann doch nicht sein, dass jeder Inder jetzt auch 10 ausstößt, sondern die Konsequenz muss doch sein, dass wir mit unserem Ausstoß möglichst runtergehen, um zu verhindern, dass tatsächlich das Klima gegen die Wand fährt. Und deswegen ist es eben so wichtig, dass Deutschland etwas tut. Es geht hier auch um Glaubwürdigkeit, aber es ist auch nichts zu spät. Ja, also ich höre immer wieder, es nutzt ja nichts, wenn wir was tun irgendwie kriegen wir es doch nicht mehr gebacken. Es gibt jetzt gerade ein Buch von Jonathan Franzen, ich weiß nicht, ob Sie es gesehen haben, sogar auf der Spiegel-Bestsellerliste auf Platz 2 oder so. Der sagt, wir sollen uns endlich eingestehen, dass wir gescheitert sind, dass wir also die Klimakatastrophe nicht mehr verhindern können. Und es sträubt sich alles in mir, muss ich ganz ehrlich sagen, das zu glauben, ja, oder dem zu folgen. Natürlich haben wir es noch in der Hand und das sehen wir hier. Wir sehen in schwarz den Ausstoß von CO2 in den letzten Jahren, seit 2000. Wir sehen, die Kurve geht immer noch nach oben. Das heißt, wir sind immer noch Geisterfahrer in gewisser Weise. Aber wenn wir die blauen Kurven verfolgen würden, das heißt, wenn jetzt so langsam anfängt, der CO2-Ausstoß zu sinken und dann irgendwann Mitte des Jahrhunderts vielleicht auf Null geht, hätten wir gute Chancen, die Ziele des Pariser Klimaabkommens noch einzuhalten. Ne? Und ich finde, geht nicht, gibt's nicht. Man muss immer versuchen, die Dinge auch hinzubekommen. Und ich habe das mal geklaut jetzt, lieber Herr Albrecht, ist ja gestern rausgekommen, dachte mir, kann ich es auch mal nehmen. Es gibt immer so eine Verzichtsdebatte. Ne? Und ich hasse diese Verzichtsdebatte. Ich meine, wir können doch nur gewinnen. Ne? Und wenn man sowas sieht hier, ne, ich habe da oben hingeschrieben, schöne, saubere Welt. Wer kann dann etwas gegen eine schöne, saubere Welt haben? Niemand. Alle müssen noch dafür sein. Und auch die technischen Möglichkeiten haben wir doch schon längst. Wir müssen sie nur umsetzen. Ja? Und es gibt ja auch völlig neue Entwicklungen, die klingt zum Teil utopisch wie Häuser, die zu Kraftwerken werden.
weil die Hausanstriche die Sonnenenergie nutzen. Oder es gibt eine neue Entwicklung, dass man aus der Luftfeuchtigkeit, hier aus der Luftfeuchtigkeit, tatsächlich auch Strom produzieren kann. Also ich glaube, wir Menschen sind grenzenlos innovativ, wenn man uns dazu auch stimuliert. Und es gibt da so einen schönen Spruch, den das Land Baden-Württemberg mal im Fernsehen geschaltet hat. Da kam erst so eine Person, die sehr erfolgreich gewesen ist, irgendwie so ein mittelständliches Unternehmen oder so, und hat erzählt, was er macht oder was sie macht. Und am Ende wurde dann eingeblendet, wir können alles außer Hochdeutsch. Und das fordere ich ein. Ja, wir können tatsächlich alles, wir müssen es nur machen. Ja, und das ist einfach die große Aufgabe. Aber dazu muss es tatsächlich Klimaschutz geben. Und wir haben hier die beiden Alternativen, die Welt ohne Klimaschutz und die Welt mit Klimaschutz. Und ich muss jetzt gar nichts dazu sagen. Man sieht sofort, welche Welt die mit Klimaschutz ist und welche die Welt ohne Klimaschutz ist. Wir sehen hier die Temperatur auf der Erde und der rechte Planet, der färbt sich so allmählich rötlich ein. Und wenn man dann mal so ein bisschen genauer hinguckt auf die Skala und so weiter, dann sieht man eben, dass in einer Region die Temperatur noch mal um 3, 4, vielleicht 5 Grad steigen. Und deswegen besteht tatsächlich die Gefahr, wir haben es ja gerade in Australien gesehen, dass einige Regionen der Erde tatsächlich unbewohnbar werden würden. Und das kann man einfach nicht zulassen. Aber wir müssen es auch nicht zulassen. Wir haben es tatsächlich in der Hand. Und das zeigt eben der linke Planet sehr deutlich. Natürlich werden wir eine gewisse Erwärmung nicht mehr ganz verhindern können, aber wir können sie doch wirklich noch minimieren und auf ein Maß begrenzen, dass die Lebensbedingungen, die freundlichen Lebensbedingungen auf der Erde noch erhalten werden. Ja, zum Schluss ein Zitat von Albert Einstein: Die gewaltigen Probleme unserer Zeit können nicht mit derselben Denkart, und das ist der Punkt, können nicht mit derselben Denkart gelöst werden, welche jene Probleme hervorgebracht hat. Vielen Dank. Dankeschön. Dankeschön. Vielen Dank. Danke. Vielen Dank. Danke sehr. Vielen Dank. Ja, vielen Dank, Herr Professor. Bleiben Sie ruhig kurz auf der Bühne hier am mittleren Stehtisch. Könnten Sie sich häuslich einrichten und vielleicht auch einen Nachschenker machen? Wir haben gleich noch einige Fragen, auch an die beiden Ministerien. Bevor wir damit aber anfangen können, müssen wir nochmal der rechtlichen Situation Genüge tragen. Könnten wir nochmal versuchen, die Menschen so ein bisschen zu integrieren in die Sitzplätze aufgrund des Brandschutzes? Frau Paich, Sie können ganz schlecht schlafen sonst. Nachher. Und wir haben hier vorne, Herr Albrecht, wenn Sie gestatten, dass 4 engagierte junge Menschen neben Ihnen sitzen, haben wir auch noch 4 Plätze. Wenn Sie das einfach machen könnten, das wäre ganz, ganz lieb. Vielen Dank. Das ist vielleicht auch, während gerödelt ist, trotzdem nochmal eine gute Situation, um vielen Dank zu sagen an die Helfer des heutigen Tages, auch aus Sicht der Moderation. Wir wurden hier wirklich sehr gut aufgenommen. Danke an die Menschen in den orangen Westen. Vielen Dank an Ulf Schweckendieck und diese tolle Idee mit den Fragen, da waren ja wirklich beeindruckende Sachen dabei. Das habt ihr, glaube ich, auch alle so empfunden. Das haben Sie, glaube ich, auch so gesehen. Vielen Dank an Michael Mittelstedt und sein Team für das Streaming und die exzellente Betreuung. Und natürlich auch an Julian Delchow, unseren Landesschülersprecher, der da eine Vorauswahl betreibt, weil tatsächlich viel mehr Fragen gekommen sind, als wir hier logistisch zeigen könnten. Diese tollen Ergebnisse werden wir gleich besprechen, und deswegen bitte ich die beiden Minister, die Ministerin und den Minister, nochmal zu uns vorne an den linken Stehtisch, von uns aus gesehen, und meine Kolleginnen zurück dazu. Was ganz toll wäre von euch, liebe Schülerinnen und Schüler, und auch von Ihnen, liebe Kolleginnen und Kollegen, wenn Sie dieses Kärtchen, das ich hier liebevoll vorbereitet habe, wenn Sie das ausfüllten, und dann vielleicht, wenn Sie aus dem Raum gehen, nach unserer kleinen Gesprächsrunde vor der kleinen Pause in die dafür vorbereiteten Boxen werfen. Das wäre ganz schön. Okay, alles klar. Dann übergebe ich an die Gesprächsrunde. Vielen Dank. Danke. Tschüss. Ja, wir haben nur noch ein paar Fragen für Sie vorbereitet.
Zunächst einmal, wie ist Fridays for Future mit dem Umwelt- und Bildungsministerium vereinbar? Das Umweltministerium sieht ja eher den Klimaschutz, den Fridays for Future ja auch vertritt. Das Bildungsministerium sieht da wohl eher das Schulschwänzen an Freitagen. Also die Frage ist etwas frech, aber Sie veranstalten hier beide diese Konferenz. Wenn Sie sich in dieser Frage schon nicht einig sind, wie können Sie denn gemeinsam Klimapolitik und Bildung für nachhaltige Entwicklung machen? Ja, zunächst mal sind wir eine Landesregierung. Das heißt, wir machen gemeinsam Bildungspolitik und wir machen gemeinsam Klimaschutzpolitik. Also so diese Vorstellung, der eine macht das eine, der andere macht das andere, das spiegelt nicht die Art, wie wir miteinander arbeiten wieder. Aber ich will mich auch gar nicht um die Frage oder um diesen Vorwurf, will ich mich gar nicht rumdrücken. Ich habe immer genau drei Dinge gesagt zu dem Thema Fridays for Future. Erstens habe ich gesagt, ich habe großen Respekt vor der jungen Generation, die für ihre eigenen Interessen, aber für unsere gemeinsamen Interessen auch auf die Straße gehen, die sich dafür einsetzen. Zweitens, Schulpflicht ist Schulpflicht. Das gilt für alle. Das muss ich als Bildungsministerin sagen, weil ich verantwortlich bin dafür, dass der Rechtsstaat auch in diesem Bereich funktioniert. Und wenn wir mal ganz ehrlich sind, ein Grund, warum der Protest so große Wirkung gehabt hat, war natürlich auch, weil das ein Stück weit ziviler Ungehorsam war. Und zum zivilen Ungehorsam gehört es nun mal auch, dass man nicht nur gegen Regeln verstößt, sondern dann ist man auch bereit, die Konsequenzen zu tragen. Und das Dritte, was ich immer gesagt habe, ist bitte Schulleitungen, bitte Lehrkräfte, nutzt es doch an den Schulen, um die Themen rund um nachhaltige Entwicklung zum Thema des Unterrichts oder von Projekten zu machen. Wir haben auch gesagt, im Einzelfall kann es auch richtig sein, mal an einer Demonstration teilzunehmen, auch als Klasse teilzunehmen, wenn es im Unterricht vernünftig vor- und nachbereitet wird. Und so haben wir versucht, in Schleswig-Holstein einen Weg zu gehen, bei dem wir auf der einen Seite das Thema und auch das Engagement der Schülerinnen und Schüler gewürdigt haben und respektiert haben, aber auf der anderen Seite auch unsere Aufgabe als Bildungsministerium ernst nehmen. Und ehrlich gesagt, wir haben auch ziemlich verhältnismäßig reagiert. Ich glaube nicht, dass irgendeiner von der Polizei nach Hause oder in die Schule gebracht worden wäre, sondern wir sind da sehr verhältnismäßig mit umgegangen. Möchten Sie noch etwas dazu sagen, Herr Albrecht? Nein. Auch gut. Ja, vielen Dank. Ja, Herr Professor Latif, meine Frage geht an Sie. Hier sind ja jetzt zwei Minister anwesend, unseren Umweltminister und unsere Bildungsministerin. Was ist denn Ihre Empfehlung und was raten Sie diesen beiden Ministern als nächstes zu tun, um den Herausforderungen des Klimawandels zu begegnen und um eine nachhaltige Zukunft zu schaffen? Ja, also zunächst einmal ist es wichtig, das umzusetzen, was tatsächlich auch an Plänen schon längst vorhanden ist. Ich habe ja gerade die schöne, saubere Welt gezeigt. Das sind verschiedene Szenarien dafür, wie wir hier in Schleswig-Holstein klimaneutral werden können. Und ja, ich erwarte einfach, dass das jetzt nicht nur ein schönes Dokument ist, sondern dass es auch umgesetzt wird. Und ja, ich werde da jedenfalls darauf achten und immer wieder den Finger in die Wunde legen, wenn das nicht passiert. Und ich hoffe, dass ihr das natürlich auch tut. Ne? Nun habe ich noch eine Frage an Sie, Herr Albrecht. Die Menschheit produziert jeden Tag 100 Millionen Tonnen CO2. Die Erderwärmung schreitet voran, schneller als je zuvor. Der international anerkannte Klimaexperte Mujib Latif hat vor nicht langer Zeit öffentlich Deutschland aufgefordert, bei der Nutzung erneuerbarer Energien Vorbild zu sein. Wie hat das Umweltministerium Schleswig-Holstein vor, dazu beizutragen, dass Deutschland diese Rolle einnehmen kann? Ja, Deutschland war ja mal Vorreiter beim Ausbau der erneuerbaren Energien. Wir haben unter der Zeit der rot-grünen Bundesregierung ein Energieausbaugesetz, das Erneuerbare Energiengesetz, auf den Weg gebracht, das Deutschland tatsächlich auf Nummer 1 sozusagen gebracht hat, was den Ausbau angeht und auch viel vorangebracht hat. Und davon zehren wir heute noch. Zwischenzeitlich ist es aber natürlich auch so gekommen, dass durchaus viel Kritik und viel Nachsteuern stattgefunden hat. Und das hat die Situation wieder schlechter gemacht und wir stehen eben nicht mehr so gut da. Und das müssen wir jetzt ändern. Wir erleben jetzt, dass sich diese Änderungen
negativ niederschlagen. Und uns allen muss bewusst sein, dass wenn wir diese Energielandschaften, diese positive Vision von einer Zukunft erreichen wollen, wo es mit Wasserstoff und vielen Alternativen auch gelingen kann, den Lebensstandard zu halten, weil ja auch viel hier diskutiert wird über die Frage, wie Verzicht müssen wir eigentlich leisten und so weiter. Je mehr wir in Erneuerbare jetzt investieren, desto mehr können wir eben diesen Lebensstandard halten. Und in Schleswig-Holstein versuchen wir in dem Rahmen, der uns bundesweit vorgegeben ist, das meiste rauszuholen und sind nicht umsonst eben auch zum Beispiel von der Agentur für erneuerbare Energien, eine bundesweit tätige Agentur, auf Platz 1 bei der Energiewende zwischen den Ländern im Ranking gerankt. Das ist aber ein Ansporn für uns und kein Grund, sich hinzusetzen, weil wir wissen, dass wir auch in Schleswig-Holstein noch viel zu wenig Erneuerbare haben, um das darzustellen, was wir erreichen wollen. Ja, vielen Dank. Genau. Jetzt kommen wir zu unseren Slido-Fragen, die hier aus dem Publikum gestellt wurden, aber auch von den Leuten, die dezentral an der Konferenz teilnehmen, von zu Hause. Genau, und ich glaube, wir fangen mal mit der höchstgewoteten Frage an. Und zwar, wenn Sie wollen, dass mehr Menschen in die Naturwissenschaften gehen, müssen die Angebote attraktiver werden. Veraltete Bio-, Chemie- und Physikräume sind ein No-Go. Genau, das ist da für die Bildungsministerin, glaube ich, ganz interessant. Kann ich nur sagen, ja, genau das stimmt. Ich will es mir jetzt nicht zu einfach machen. Bei uns ist es ja so in Schleswig-Holstein, dass nicht das Land die Bio- und Chemieräume baut, sondern dass das die Schulträger machen. Also die Kommunen vor Ort sind dafür verantwortlich, Schulen vernünftig zu bauen. Wir haben als Land jetzt in den letzten 2,5 Jahren zusätzliche Mittel den Kommunen zur Verfügung gestellt, damit sie mehr in den Schulbau investieren können. Das ist sicherlich ein wichtiger Weg. Ein anderer ist etwas, was Frau Parchmann und wir als Ministerium gemeinsam machen, dass wir nämlich zunehmend sagen, Schülerinnen und Schüler sollen auch an unseren Unis, an unseren Hochschulen, an unseren außeruniversitären Forschungseinrichtungen forschen können. Deshalb machen wir sowas wie Schülerforschungslabore. Davon haben wir 10 im Land jetzt eingerichtet, wo Schülerinnen und Schüler während, aber auch außerhalb des Unterrichts forschen können. Und wir ermuntern alle Universitäten, alle außeruniversitären Forschungseinrichtungen, Schülerinnen und Schüler zu sich einzuladen, damit auch dieses Arbeiten in Naturwissenschaften nicht abstrakt bleibt, sondern damit auch klar wird, wofür macht man das eigentlich? Wieso macht das Sinn, wenn ich mich mit Meeresforschung zum Beispiel beschäftige? Wieso macht das Sinn, wenn ich mich mit Energiewende-Themen beschäftige? Und insofern geben wir viele Wege, um den naturwissenschaftlichen Unterricht in Schleswig-Holstein attraktiver zu machen. Vielen Dank. Ja, finde ich auch. Ja, eine weitere Frage, die wir da auch gerade sehen können, ist die Frage, wie trägt unser Lebensstil zur Klimakrise und sozialen Ungleichheiten bei und wie sollten wir ihn ändern, um nachhaltig zu leben? Zum Beispiel Einschränkung des Fleischkonsums, Plastikverzicht. Ich denke, vorhin lief auch noch die Frage, was kann ich als 12-Jährige tun? Und Ähnliches, das gehört wahrscheinlich auch alles so ein bisschen dazu und ist was, was uns alle hier gerade irgendwie angeht. Ich denke, ich möchte mich einmal an Mujib Latif dafür wenden, der ja da sehr gut Bescheid weiß. Also da stehen ja so 2 bis 3 Dinge in der Frage. Das eine ist das Soziale. Und das ist mir auch ganz wichtig, denn eine CO2-Bepreisung ist natürlich extrem wichtig. Es kann ja nicht angehen, dass man die Umwelt verschmutzt, ohne dafür irgendwie zu zahlen. Und das hat natürlich auch eine Lenkungswirkung. Wir haben es letztes Jahr gesehen, dass eine CO2-Bepreisung tatsächlich eine enorme Lenkungswirkung entfalten kann, weil wir dachten ja tatsächlich, dass wir in Deutschland unser 40%-Ziel nicht erreichen würden. 40%-Ziel heißt, dass wir gegenüber 1990 bis Ende 2020 40% der Treibhausgase einsparen. Ja? Wir haben ziemlich hinterhergehinkt, aber dann hatten wir letztes Jahr doch einen enormen Rückgang bei den CO2-Emissionen. Und warum hatten wir den? Weil es gibt schon eine CO2-Bepreisung, aber nicht für alle. Und zwar im Rahmen des europäischen Emissionshandels. Und im Rahmen des europäischen Emissionshandels, wo die Industrie und die Energiewirtschaft geregelt sind, da ist der Preis so nach oben gegangen. Ich will jetzt nicht erklären, warum. Von 5 auf 25 Euro ungefähr, ne? Faktor 5. Und das hat einfach dazu geführt, dass zum Beispiel Kohle unrentabler wurde und dafür Gas rentabler wurde. Ne? Und das hat eben dann letzten Endes dieses 40
Prozentziel wieder möglich gemacht. Ob wir es schaffen, weiß ich nicht, aber wir können es immerhin noch anpeilen. Ja? Aber CO2-Bepreisung macht natürlich nur dann Sinn, wenn die Menschen nicht darunter leiden. Ne? Und in anderen Ländern ist es ja so, dass der CO2-Preis viel höher ist, als jetzt von der Bundesregierung beschlossen worden. Aber da gibt es dann auch einen sozialen Ausgleich. Ne? Also zum Beispiel in der Schweiz wird das über die Krankenkasse zurückgegeben. Oder ich könnte mir einfach vorstellen, das wäre meiner Meinung nach das Einfachste, aber ich bin kein Politiker, das Einfachste wäre, den CO2-Preis richtig hoch zu machen. Und zu Beginn des Jahres kriegt jede Bürgerin und jeder Bürger einen Betrag ausbezahlt. Ja? Und dann hat man am Ende des Jahres es selbst in der Hand, ob man was übrig hat oder nicht. Ja? Also diese soziale Komponente muss auf jeden Fall da sein. Aber auf jeden Fall muss der CO2-Preis da sein und er muss hoch sein, damit er Lenkungswirkung entfaltet. Das andere, Fleischkonsum, Plastikverzicht. Ich will nur einen Punkt hier sagen, jetzt bezogen auf den Fleischkonsum. Wir sollten auch mal die positiven Aspekte sehen. Also auf der einen Seite das Tierwohl ist ja durchaus ein positiver Aspekt. Auf der anderen Seite müssen vielleicht keine Regenwälder abgeholzt werden, um die Futtermittel anzubauen. Und was wir immer ganz vergessen, sind natürlich die gesundheitlichen Aspekte. Also jeder Arzt, jede Ärztin wird uns sagen, ja, weniger Fleischkonsum ist doch auch gut für die Gesundheit. Und warum blenden wir das eigentlich immer aus? Ne? Und das gilt für viele andere Dinge auch, Fahrradfahren, zu Fuß gehen und so weiter. Es kommt auch unserem Body zugute, nicht nur der Umwelt, sondern auch uns. Ne? Und das müssen wir uns immer wieder klar machen. Okay. Ja, super, danke. Reicht, ja. Mach den Abschlusssatz. Wir sollen noch eine Frage. Nein. Okay, eine Frage noch. Die obere. Gut, dann kommen wir jetzt zur letzten Frage. Und zwar die ganz oben. Stetiges Wirtschaftswachstum ist nicht mit Nachhaltigkeit vereinbar. Wieso wird das Wachstum trotzdem angestrebt anstelle einer Postwachstumsgesellschaft? Ich nehme die Frage mal an. Ich glaube, dass wir tatsächlich an der Stelle diskutieren müssen über die Frage der Nachhaltigkeit von Wachstum. Denn das, was wir erlebt haben, auch im Vergleich mit anderen Regionen der Welt sozusagen, dass wir einen großen Fußabdruck teilweise eben für nicht wirklich eine höhere Produktivität oder eine höhere Wertschöpfung erreicht haben, das darf uns in Zukunft nicht mehr passieren. Aber gleichzeitig heißt es eben auch, wenn wir diese Energielandschaften, dieses, wie gesagt, wo wir hinwollen, das, welche Gesellschaft, welche Welt wollen wir denn? Wenn wir das erreichen wollen, müssen wir massiv umbauen. Und wer umbauen will, der muss das eine abbauen und was Neues aufbauen. Ein Wachstum, haben wir eben drüber gesprochen, bei den erneuerbaren Energien brauchen wir. Insofern wäre es schlecht, dieses Wachstum jetzt sozusagen zurückzunehmen oder den Leuten zu sagen, da müsst ihr gar nicht wachsen, da muss nicht mehr entstehen. Aber dass wir eben insgesamt nachhaltiger werden müssen bei der Frage, welche Bilanz haben wir eigentlich unterm Strich, dass wir mehr Kreisläufe brauchen, wo also Wertstoffe zum Beispiel immer wieder im Kreislauf bleiben und eben nicht der Ressourcenverbrauch insgesamt anwächst. Oder wir Kreisläufe eben auch bei den Treibhausgasen in Zukunft brauchen, wo wir wissen, klar, die wird es auch weiterhin geben, sonst wird es so kalt wie auf dem Mars sozusagen, sondern die wir eben haben, die natürlich sind, im Kreislauf halten. Und über diese Kreislaufwirtschaft, da müssen wir uns, glaube ich, den Kopf stärker machen. Und ich würde mir wünschen, wenn es ganz viele Menschen gibt, gerade eben die jetzt jung auch in die Berufswahl einsteigen, zu sagen, ich will in dem Bereich Kreislauf von Wirtschaft und von Ressourcen etwas entwickeln. Da gibt es unglaublich viel Technologie und Innovation, die wir in Zukunft brauchen. Das Wachstum brauchen wir. Vielen Dank. Vielen Dank. Ich würde gerne zwei Aspekte noch ergänzen. Die eine Frage ist tatsächlich, wie definieren wir Wachstum? Und darüber müssen wir, glaube ich, in unserer Gesellschaft einfach eine Diskussion führen. Und wie definieren wir auch Freiheit? Das sind ja zwei Begriffe, die immer gerne gegeneinander ausgespielt werden oder gegeneinander gestellt werden. Und ich glaube, diese Diskussion müssen wir führen. Und jetzt komme ich zu meinem zweiten Punkt, aber wir müssen sie auch führen. Und am Ende ist auch das Gegenstand eines demokratischen Aushandlungsprozesses. Das ist mir wichtig, nochmal zu sagen, weil es auch bei diesem Thema keine absoluten Wahrheiten gibt. Es gibt vieles, was Sie uns sagen,
wo man sagt, das ist wissenschaftlich der letzte Stand der Erkenntnis, die müssen wir zugrunde legen. Aber die Frage, wie wir da hinkommen, das müssen wir jeden Tag miteinander aushandeln. Wir versuchen das in Schleswig-Holstein in unserer Landesregierung zu machen. Wir nehmen das miteinander sehr ernst und ich würde mir wünschen, dass wir das in Deutschland insgesamt so machen würden. Dankeschön. Ja. So, wir bedanken uns natürlich bei Ihnen allen drei, dass Sie sich Zeit für uns genommen haben. Und ja, jetzt kommen wir noch zu ein paar organisatorischen Informationen. Vielen Dank. Hallo. Ah, okay. In meinem Ablaufplan steht jetzt nur vielen Dank an die Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Gesprächsrunde und dann geht es gleich weiter mit meinem ersten Satz, der beginnt mit Sie haben bemerkt, dass wir den Ablauf etwas verändert haben, aber ich muss aus aktuellem Anlass noch zwei Sätze einfügen. Für die Schülerinnen und Schüler ist es jetzt vielleicht noch etwas Neues, aber es ist ein unglaublich gutes Gefühl, wenn man sich lange mit einem Thema beschäftigt, wenn man mit Leuten, die älter sind als man selbst und die mehr Macht haben als man selbst und mehr Erfahrung, total einer Meinung ist. Das ist ein verbindendes und schönes Gefühl und ich würde euch bitten, heute mal zu genießen, dass ihr sagen könnt, ich bin mit den Politikern meines Landes einer Meinung. Das ist wirklich total schön und wenn, ja, muss man sagen. Und wenn wir uns dann reiben an Stellen, wo wir sagen, aber wie soll das finanziert werden oder warum macht ihr es nicht schneller und so weiter, dann ist das gut, das gehört zu diesem Prozess, den Sie gerade erwähnt haben, Frau Prien. Auch das Aushalten von einer anderen Meinung ist ganz wichtig und wenn ihr hier alle sitzt mit einer klaren Haltung, dann ist das doch was Schönes, dass ihr auf viele Erwachsene, die heute gesprochen haben, trefft, die auch eine sehr klare Haltung haben und dafür möchte ich mich eindeutig bei Ihnen bedanken, dass Sie quasi Ihre Frau und Ihren Mann stehen. Wer das möchte, kann... Ja, ich würde Sie auch wählen, Herr Moji, muss man so sagen. Das ist eine gute Sache. Mir hat jetzt am besten gefallen, dass Sie selber auch geklatscht haben. Wir kriegen also irgendwie, ne? Müssen wir mal gucken. Wer das möchte, kann natürlich auch den Politikern und auch den ganzen engagierten Mitarbeitern der Ministerien und der Institutionen bei Facebook folgen. Das ist quasi das Snapchat für alle über 30 oder im Internet. Und ich habe gerade gestern bei Frau Prien gesehen, dass Sie geschrieben haben auf einen wirklich unmöglichen Kommentar, bei dem ich nicht hätte ruhig bleiben können. Ihre Verbitterung irritiert mich, aber meine Hand bleibt ausgestreckt. Und ich glaube, dass es bei diesem Thema, bei dem wir mit Postfakten zu tun haben und so, ganz wichtig ist, dass wir uns nicht abkapseln. Und deswegen, also danke, dass Sie diese klare Haltung hier zeigen und dass ihr auch alle hier seid. Jetzt gehe ich zurück ins Drehbuch. Sie haben bemerkt, dass wir den Ablauf etwas verändert haben. Aber das Ende der heutigen Veranstaltung habe ich euch stehen lassen. Nee, grad, ne? So. Bleibt gleich 16:30 ist es vorbei. 16:45 fahren die Busse da ab, wo sie angekommen sind. Und jetzt machen wir eine ganz kurze Pause, ungefähr eine Viertelstunde, bevor die erste Workshop-Runde beginnt. Die Toiletten sind in den Treppenhäusern im Keller, also da ist dann noch ein extra Raum, es ist nicht im Treppenhaus. Da können Sie schon selber, glaube ich, den Weg finden. Oh, Moment, Leute, wir haben noch bei 3 Leuten Text. Ich verstehe, dass diese Lehrer-Schüler-Sache ist, wenn ich sage, und die Hausaufgaben sind, dass alle packen, aber wir müssen kurz noch eine Sekunde warten. Der Ausgangspunkt für den ersten Workshop, das ist ganz wichtig, ist der Haupteingang vom Physikzentrum. Die Guides helfen euch auch, wir haben das auf diesen Bändern, die ihr tragt, auch markiert. Da müsstet ihr bitte wirklich allerspätestens um 11.15 Uhr sein, weil die Workshops nicht alle hier direkt in der Nähe sind. Man hat einige kleine Wege zu laufen. Bitte seid dort pünktlich um 11.15 Uhr. Ja, genau. Das Mittagessen wartet dann auf euch in der Mensa. Dort bekommt ihr alles Nötige mit eurem Gutschein, der an den kleinen Bändchen, die ihr tragt, befestigt ist. Die Mensa befindet sich, wenn ihr hier aus dem Haus geht, auf der gegenüberliegenden Straßenseite. Außerdem ist es vielleicht einigen schon aufgefallen, hier im Physikzentrum im Foyer sind ein paar Snacks aufgebaut mit einem großen Buffet. Da könnt ihr euch gerne die ganze Zeit bedienen für kleine Snacks zwischendurch. Falls ihr eure Workshops verlassen solltet für einen kurzen Toilettengang, versucht euch den Weg zu merken. Diese Mensa ist echt riesengroß, die ganze Universität hier ist groß, also findet ihr hoffentlich zurück. Nach dem Mittagessen geht ihr dann einfach wieder zum Treffpunkt und dann findet ihr dort auch den Weg zu eurem zweiten Workshop. Sehr schön anzusehen, wie beim Stichwort Essen alle ruhig werden.
Überall auf dem Gelände findet ihr Helferinnen und Helfer in so orangenen Westen. Bitte sprecht sie an, wenn ihr Fragen habt, den Raum nicht findet, euch verlaufen habt. Auch das Tagungsbüro, das habt ihr da am Eingang gesehen, ist ganztägig geöffnet. Und wir vier stehen euch ebenfalls den ganzen Tag zur Verfügung. Wir wünschen allen Teilnehmenden nun eine sehr schöne und gute Arbeitsatmosphäre, tolle Ergebnisse, viel Austausch und natürlich eine schöne Pause. Ja. Wir sehen uns um 16 Uhr wieder. Ganz viel Spaß. Danke, bis gleich. Dankeschön. Danke.
Nein, die Mädels machen das. Genau. Schüler. So. Sag mal, hier, das hört sich ja doch ganz gut an alles, aber wie soll das bitte gehen? Naja, Diskussionen auf Augenhöhe sind durchaus möglich. Gute Dynamik bei Innovations- und Lösungsvorschlägen. Tolle Impulse der Workshop-Leitung, gute Gesprächsführung. Unterschiedliche Workshop-Arten und Methoden haben jedes fachliche Niveau abgeholt. Ja, wer möchte, der kann echt viel mitnehmen. Und überregionale Vernetzung als Basis für gelungene Kommunikation. So, ja, also mit diesen verbalen Rückmeldungen aus einigen Workshops herzlich willkommen zurück in diesem wunderschönen orangenen Saal. Zurück zum Schlussspurt dieser schönen und neuen und wichtigen Veranstaltung. Ich würde gerne noch mal ganz kurz mit den Damen zusammen auf die drei Fragen zurückkommen, die auch im Feedback abgefragt wurden. Und da wir jetzt alle im sogenannten 16-Uhr-Loch sind, reicht kurzes Melden. Wer von euch hat heute irgendetwas Neues gelernt? Dankeschön. Wer von euch hat das Gefühl, seine Werkzeugkiste für Handlungen ist ein bisschen voller? Wer hat die Frage nicht verstanden? Und Frage 3. Wer von euch hat eine neue Idee für seine Schule? Ach, wie wunderbar. Okay. Ja. Toll. Mega. Wer von euch weiß noch, dass die Busse nachher genau da abfahren, wo ihr ausgestiegen seid? Wer möchte nachher noch Müsli-Riegel mitnehmen? Okay. Das geht hier gleich um die Ecke. Wir würden uns wahnsinnig freuen, wenn mindestens die Hälfte von euch über die Feedback-Varianten, die wir haben, noch eine Rückmeldung gibt. Das geht tatsächlich sehr, sehr einfach, ist sehr benutzerfreundlich und würde allen Beteiligten sehr helfen. Falls ihr denkt, ihr wollt hier nie wieder hin, denkt an eure Kinder. Die Veranstaltung soll ja länger laufen und weitergehen, genau. Wir lassen das freigeschaltet und freuen uns, dass ihr uns da Rückmeldung gebt. Und das gilt natürlich auch für die Kolleginnen und Kollegen und alle anderen Gäste, die heute da sind. Bitte nutzen Sie diese Funktion. Wir haben jetzt hier gleich ein kleines Interviewformat, das sehr schnell und sehr gut werden wird. Dann haben wir noch ein kurzes Feedback
von uns selber. Und dann spricht zu uns nochmal die Staatssekretärin und wir werden beschwingt in den Tag hinausgleiten. Sag mal, wir haben uns ja aufgeschrieben, was wir jetzt am besten fanden. Ne? Ich würde anfangen jetzt mit meinem ersten Satz. Ja. Okay, danke, ist nett, danke schön. Gerne. Ich habe mir aufgeschrieben, mir hat sehr, sehr gut gefallen die Aufbruchsstimmung. Ich weiß nicht, ob das auch anderen so ging. Oh, danke. Ja. Das ist sehr schön. Die Aufbruchsstimmung war aber auch, das haben die Organisatoren mir erzählt, schon vorher zu spüren, weil natürlich in den Kollegien auch jemand entschieden hat, dass er sie vertritt, liebe Kolleginnen und Kollegen. Dass die Schulleitung gesagt hat, wir sind bereit, auf sie für den heutigen Tag zu verzichten und sie waren bereit, heute mehr Arbeit zu leisten. Und das gehört natürlich parallel zu den Schülern auch dazu. Das hat mir sehr gut gefallen. Ja. Ja, absolut. Auch die Organisation ist wirklich super gelaufen und an der Stelle wollen wir auch noch mal ein ganz großes Kompliment an Martin Jarrath und sein Team ausrichten. Ich muss sagen, dass mir am allerbesten hier gefallen hat, wie man auf einer Augenhöhe war. Egal ob Lehrer oder Schüler oder wer auch immer, wir haben alle miteinander gearbeitet und das ist in jeglicher Hinsicht ganz besonders und toll. Ja, also ich fand, alle Moderatoren sahen wirklich ziemlich gut aus. Hast du das, da, steht das da so? Also das wollte ich nur mal so erwähnen. Ich habe den ganzen Tag über eine unglaubliche Energie und Motivation gespürt, etwas bewegen zu wollen. Ja, das war schön. Und jetzt ziehe ich mich zurück, denn jetzt findet hier die Weltpremiere statt des neuen Talk-Formats, das nur kurze Zeit dauert, aber sehr schön sein wird. Es heißt Drei Damen, Sandra und Tobias. Bitte. Lass mal hinten. Ich hätte gerne. Genau, wir haben noch ein paar Fragen an euch beiden. Und zwar, wie habt ihr denn heute so das fachliche Niveau auf der Konferenz erlebt? Ihr als Wissenschaftler wisst das ja ganz gut einzuschätzen. So, bei mir in den Workshops, ich habe einen Workshop gehalten über nachhaltige Batterietechnologie und da war das in dem ersten wirklich gemischt. Ich hatte Unterstufe, Mittel- und Oberstufe und im zweiten Workshop waren es wirklich nur Oberstufenschüler. Da war es eigentlich total gemischt, was für uns total Spaß gemacht hat, uns auch darauf einzustellen, das für untere Klassenstufen leicht zu erklären, aber doch alle anderen zu motivieren, auch an dieser Forschung teilzunehmen. Das hat uns unheimlich viel Spaß gemacht. Ja, so eigentlich sehr gemischt, aber total spannend. Ja, also ich würde auch sagen, meine Gruppen hatten alle natürlich ganz unterschiedliche Stände, aber alle haben sich schon Gedanken gemacht. Deswegen das Niveau war super, wir konnten richtig gut zusammenarbeiten und ich glaube, alle konnten was mitnehmen. Sehr schön, danke. Schön. Ja. Die zweite kleine Frage, die wir an euch haben, ist, glaubt ihr, dass Konferenzen wie heute dafür sorgen können, dass Schüler sich für Naturwissenschaften begeistern können? Und wenn ja, warum? Also von meiner Seite aus ein ganz klares Ja. Gerade Konferenzen oder Workshops, die interaktiv sind, also auch von uns Wissenschaftlern, also wir lernen auch mal relativ viel von, wie können wir das kommunizieren. Das ist auf jeden Fall, glaube ich, ein Medium, was man öfter machen sollte, nicht nur einmal, sondern auch gerne alle Vierteljahr und auch in den Schulen. Das wäre, glaube ich, ganz spannend. Vielleicht, dass sie auch direkt sagen, okay, dieses Thema würde uns brennend interessieren, sodass sich hier auch unterschiedliche Kolleginnen und Kollegen darauf einstellen können, das mitzumachen. Also bei mir war relativ viel Feedback. Ich hätte auch gerne mitgemacht, warum hat mir keiner Bescheid gesagt? Also sehr, sehr viel. Die würden alle viel mitmachen.
Ja, man muss wirklich sagen, also wir leben in einer sehr vernetzten und komplexen Welt und ohne Naturwissenschaften geht es eben nicht. Ich bin selbst bin Gesellschaftswissenschaftler und trotzdem muss ich interdisziplinär arbeiten, weil Nachhaltigkeit anders nicht funktioniert. Und wenn ich jetzt eben gucke, was heute hier bei dieser Tagung passiert ist, da sehe ich eben auch dieser Transfer Wissenschaft-Gesellschaft, das muss stattfinden und sowas geht super auf solchen Tagen, weil wir eben Leute ins Gespräch bringen können, wir können Leute für Themen begeistern und eben auch mal zeigen, warum es überhaupt auch Wissenschaften braucht, um jetzt hier Veränderungen zu erzielen. Und nun zur letzten Frage. Nun ja, auf der Basis der Erfahrung von heute, was kann man tun, damit Wissenschaftler und Nichtwissenschaftler, zum Beispiel Schüler, künstlich zusammenarbeiten und vielleicht sogar voneinander lernen? Also da fahren wir sehr, sehr viele Punkte ein. Auf der einen Seite natürlich Basis auf dieses Workshops, vielleicht auch Interaktion mit dem Internet, diese Inhalte hochzuladen auf Plattformen oder dass wir als Wissenschaftler auch in die Schulen gehen, AGs, Projektwochen, Vorlesungen, Unterrichtseinheiten tatsächlich mitgestalten können. Das wir natürlich sehr, sehr gerne machen, um auch die aktuelle Forschung auch den jungen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern breitzutreten und zu erklären, aber auch, dass sie auch zu Projekten oder Praktika zu uns in die Lehrstühle kommen, das machen wir natürlich auch sehr, sehr gerne und auch ganz viele wöchentliche, wo sie dann live mitarbeiten können, auch die Technologie voranbringen, um sie auch im frühen Stadium schon zu begeistern für das, was vielleicht später mal da sein würde. Ich glaube, das sind so erste paar Ideen, die man mal verfolgen könnte. Ja, und ich habe auch schon ein paar E-Mail-Adressen ausgetauscht, da kommen wir in Kontakt und überlegen uns mal, wie man das ganz praktisch umsetzen kann, was wir hier heute gemacht haben. Und ich finde, das ist immer so ein gegenseitiges Lernen. Also ich habe jetzt einigen Schülerinnen und Schülern vielleicht das ein oder andere beigebracht, aber ich habe auch eine Menge gelernt durch die Diskussion. Und ich finde, man geht eigentlich nie aus so einem Workshop raus, ohne was zu lernen. Und insofern möchte ich mich auch nochmal bei euch allen bedanken, dass ihr uns so viel beigebracht habt. Ohne diesen Dialog geht's nicht. Ja. Dann vielen Dank für diese tollen Antworten, dafür, dass Sie hier gewesen sind und so viel Mühe und Kraft in diese Workshops gesteckt haben. Immer wieder gerne. Danke für die Einladung. Ja, danke. Ja, vielen Dank. Ich wünsche Ihnen alles Gute und euch drei nochmal bitten, kurz von der Bühne zu gehen, damit ich euch nochmal ansagen kann. Das wäre einfach nur aus dramaturgischen Gründen. Danke. Dank. Dankeschön. Ja, liebe Schülerinnen und Schüler, meine sehr verehrten Damen und Herren, ich als Lehrkraft bin glücklich, dass hier die Kinder und Jugendlichen so intensiv eingebunden sind und ich bin besonders glücklich, dass es tatsächlich offensichtlich 500 Menschen gibt, die eine klare Haltung haben oder eine haben wollen. Drei davon haben hier sehr gute Arbeit geleistet. Bitte begrüßen Sie ein letztes Mal auf dieser Bühne für heute Ida Müller, Luisa Schmülken und Paulina Friedrich. So. Gleich fängt ja unsere Sendung an, deswegen müssen wir uns jetzt beeilen. Vielen Dank für Ihre sehr gute Behandlung in unsere Richtung. Tragen Sie die Liebe in die Welt und begrüßen Sie jetzt für den Abbinder aus dem einen gastgebenden Ministerium unsere Staatssekretärin, Frau Dr. Stenke. Ja, vielen Dank. Kommen Sie gut nach Hause. Tschüss, danke. Ciao. Ja, liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Lehrerinnen und Lehrer, liebe Schulleiterinnen und Schulleiter, liebe Kolleginnen und Kollegen aus den außerschulischen Lerneinrichtungen, liebe Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, liebe Professorin Harms, liebe Professorin Parchmann, liebe alle, die Sie immer noch da sind, die Sie den ganzen Tag hier waren, die Sie hier alle so wunderbar gearbeitet haben. Ich bin zutiefst beeindruckt über dieses Engagement, über die ersten Feedbacks, die wir hier eben hören konnten, über die Ideen, die offensichtlich den Tag
über gesammelt worden sind. Und ich bin natürlich auch beeindruckt, wie gut es gelungen ist, das außerschulische Engagement, was Sie alle gezeigt haben an den Freitags, wenn Sie mal nicht in der Schule waren, heute an einem Freitag zu diesem BNE-Kongress zu bündeln. Und vielleicht darf ich sagen, für diesen ersten BNE-Kongress, die erste BNE-Konferenz zu bündeln. Ich freue mich sehr, dass Schülerinnen und Schüler, dass ihr gemeinsam mit den Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern das Programm für die Workshops auf die Beine gestellt habt. Der Einsatz hat sich ganz offensichtlich, wir haben es eben ja gehört, für beide Seiten gelohnt. Ich glaube, das ist schon eine erste Erkenntnis, die wir ziehen können. Gemeinsam geht es besser, gemeinsam kann man besser lernen, gemeinsam kann man voneinander lernen. Wenn ich sehe, wie heute hier intensiv diskutiert wurde, Ideen entwickelt und ausgetauscht wurden, glaube ich, kann man jetzt schon sagen, das hier war wirklich ein großer Erfolg und das war euer Erfolg. Die Ergebnisse, die wir uns noch genauer alle anschauen werden und auswerten werden, die Ideen, die hier erarbeitet wurden, stimmen mich voller Zuversicht, dass das, was uns heute Morgen Motiv Latif hier gesagt hat, nämlich es verändert sich doch, es geht dann, wenn wir es tun und es geht dann, wenn wir dranbleiben an unseren Ideen. Vielleicht nicht noch mal 30 Jahre dranbleiben, sondern ein paar weniger Jahre dranbleiben. Aber ich glaube, er hat gezeigt, dass es sich verändert. Wir haben heute gezeigt, dass sich was verändert. Und ich glaube, wir haben alle gelernt, dass wir was verändern können, dass jeder was verändern kann und dass wir nicht darauf warten müssen, dass irgendwelche anderen etwas tun. Und ich glaube, wir haben auch gesehen und gelernt, dass Bildung, Wissenschaft und Forschung Schlüssel für die nachhaltige Entwicklung unserer Gesellschaft sind. Sie hindern sie nicht, sie befördern sie und sie müssen uns zu neuen Ufern tragen. Wir müssen anders denken, vielleicht müssen wir auch anders lernen. Wir müssen offensichtlich anders zusammenarbeiten, aber dass wir das können, haben wir zumindest heute schon mal gezeigt. Die Brücken, die heute gebaut worden sind zwischen Schule und Wissenschaft, die müssen wir jetzt pflegen, die müssen wir weiterbauen, die müssen wir noch kräftiger bauen, die müssen wir noch gut ausrüsten, die Brücken müssen wir noch weiter pflastern, wir müssen sie zu stabilen Wegen der Zusammenarbeit gestalten. Und ich glaube, das ist eine Aufgabe, die wir alle, die wir hier an diesem Kongress gearbeitet haben und ihn mit vorbereitet haben, mitnehmen an unsere Arbeitsplätze. Ich hoffe, Sie nehmen ihn auch mit und ihr nehmt sie mit in eure Schulen und an die Arbeitsplätze, die ihr dort habt. Weil ich glaube, wir müssen die Brücken von beiden Seiten begehen, damit wir uns in der Mitte treffen können und dann sagen können, hier steigt die Welt auf, die wir gerne sehen wollen in ein paar Jahren. Schon jetzt gibt es viele wunderbare Kooperationen. Ihr habt die heute hier erlebt, wie zum Beispiel die Kieler Forschungswerkstatt, unsere Schülerlabore, die Schülerforschungszentren oder auch die Phänomenta und viele andere Dinge mehr. Es gibt die wunderbaren außerschulischen Lernorte, die von vielen Partnern mit sehr viel Engagement, mit sehr viel Liebe, mit sehr viel tollen Ideen in allen Regionen unseres Landes gestaltet werden. Und ich glaube, wir haben gesehen, dass man hier zusammenkommen kann, gemeinsam an den Themen arbeiten kann und dann auch gemeinsam die Welt ein Stück zu einer besseren machen kann. Ich habe mich sehr gefreut über die Abschlussrunde hier und ich habe mich besonders darüber gefreut, dass es eine Naturwissenschaftlerin und ein Sozialwissenschaftler waren, weil es ein bisschen die Geschlechterrollen umkehrt, die wir sonst immer gerne sehen, nämlich dass die Frauen bei den Sozialwissenschaften sind und die Männer sind bei MINT. Und ich fand es ganz toll, ein Vorbild hier auf der Bühne zu haben, wo es mal genau umgekehrt war. Und ich möchte es nochmal verbinden, ganz besonders an die Frauen und jungen Frauen hier im Saal. Habt mehr Mut zu MINT. Traut es euch, ihr könnt das, wir können das, alle hier im Saal können sich dafür entscheiden, ein MINT-Studium zu machen, aber es sollen sich auch noch welche entscheiden, ein sozialwissenschaftliches Studium zu machen. Vielleicht denken insbesondere die jungen Männer mal darüber nach und ich glaube, auch das wäre etwas, was die Welt ein bisschen verändern würde und ein bisschen besser machen würde, denn dieses Wissen wird uns allen dabei helfen, die Gestaltung einer nachhaltigen Zukunft selbst in die Hand zu nehmen und selbst zu sehen, dass wir etwas tun können. Ich nehme erstmal auf die Schnelle
4 Erkenntnisse mit nach Hause, die ich jetzt gerne mit euch teilen möchte. Das erste ist, Nachhaltigkeit braucht Vielfalt. Wir haben über 30 Workshops hier gesehen. Wir haben viele Akteure gehabt. Wir haben gesehen, dass es einfach gilt, es gibt nicht die große Lösung, es gibt viele kleine Räder, an denen wir drehen müssen, an denen wir zusammenarbeiten müssen. Und ich glaube, wir haben gelernt, wir müssen es gemeinsam tun, wir können es gemeinsam tun, wir können es aus den verschiedenen Disziplinen zusammenführen, wir können als Lehrerinnen und Schüler gemeinsam an den Dingen und an den Themen arbeiten. Wir können uns miteinander vernetzen und verbinden. Auch das ist eine Form der Gestaltung von Vielfalt. Und dass wir das hier heute erleben können, das finde ich, ist ganz wunderbar. Und wir sagen dafür immer gerne das Stichwort Augenhöhe. Ich habe keine Augenhöhe, wenigstens nur mit ein paar von euch. Aber ich glaube, ihr alle hattet Augenhöhe in euren Veranstaltungen und in euren Workshops. Und darauf kommt es an. Ein zweiter wichtiger Punkt, den ich mitnehme, auch das habe ich gerade schon angesprochen, Nachhaltigkeit braucht Interdisziplinarität. Um langfristige Lösungen zu finden, müssen die verschiedenen wissenschaftlichen Zweige zusammenwirken. Nur gemeinsam können wir etwas verändern. Diese Zusammenarbeit geschieht bereits an den Universitäten und Schulen, das haben wir heute gesehen, aber auch da können wir noch mehr tun. Daran müssen wir arbeiten. Es ist eine große Herausforderung, auch für uns in den Schulen, Interdisziplinarität zu gestalten und zu leben. Wir brauchen dafür Freiräume, wir brauchen dafür Zeit, wir brauchen dafür ganz viel Engagement auch unserer Lehrkräfte. Wir brauchen die Unterstützung der Universitäten, mit uns gemeinsam darüber nachzudenken, wie das geht. Aber ich glaube, wir sehen, es geht. Meine dritte Erkenntnis, und da weiß ich, dass ihr alle hier im Saal mit mir einer Meinung seid, ist, Nachhaltigkeit braucht Demokratie. Wir haben heute Morgen dieser Applaus, den Motiv Latif an dieser Stelle bekommen hat, der hat mich wirklich bis ins Innerste berührt. Und ich glaube, wir haben alle gespürt, was uns das bedeutet, dass wir in einer demokratischen Gesellschaft leben. Und ich glaube, nur in einer demokratischen Gesellschaft ist es möglich, solche Veranstaltungen wie diese zu haben, sich auszutauschen, auf Augenhöhe zu sein, miteinander im Gespräch zu sein. Und nur in einer demokratischen Gesellschaft ist ziviler Ungehorsam möglich. Und ich glaube, dafür müssen wir auch streiten und dafür müssen wir auch kämpfen. Dann haben wir eine nachhaltige Welt und eine nachhaltig demokratische Welt. Ja, und schließlich natürlich die Tautologie an sich. Nachhaltigkeit braucht Nachhaltigkeit. Diese Konferenz soll keine Eintagsfliege sein. Ihr macht weiter an euren Schulen, das haben wir ja gerade gehört, an euren Handzeichen. Wir machen weiter an den Arbeitsorten, an denen wir uns befinden, an den Universitäten, in den Ministerien, im IQSH. Wir werden weiter darüber nachdenken, wie wir dieses Thema verstetigen können, wie wir es nachhaltig in Schule flankieren können, wie wir auch aber andere Lernorte schaffen, wie die hier, und wir werden dazu wieder gemeinsam das Team, was Herr Jarrath ja mit angeleitet hat, nochmal auch von meiner Stelle herzlichen Dank dafür, für sein Engagement. Ich glaube, es ist ganz wichtig, so eine Person zu haben, die das Ding auch nochmal so richtig tief zusammenhält. Herzlichen Dank dafür. Sie kriegen schon den nächsten Auftrag. Sie kriegen von mir an dieser Stelle schon den nächsten Auftrag. Das Vorbereitungsteam trifft sich wieder. Die ganze Geschichte wird ausgewertet. Die ganzen Dokumente werden mitgenommen. Wir haben ja viel, viel Material gesammelt an diesem Tag. Und wir werden dann auf Sie und auf euch zukommen mit weiteren Ideen, wie wir weiter mit diesem Format arbeiten können und wie wir weiter gemeinsam an diesem Thema dranbleiben können und weiterarbeiten können. Für diesen ganzen vollen Korb an Ideen und an Erkenntnissen und an Aufträgen
möchte ich mich an dieser Stelle auch im Namen unserer beiden Ministerien nochmal bei allen sehr herzlich bedanken, denen dieser Dank gebührt. Das seid an erster Stelle ihr, die Schülerinnen und Schüler. Das sind direkt an zweiter Stelle die Lehrerinnen und Lehrer an unseren Schulen, die diesen Tag, glaube ich, mindestens genauso gut genutzt haben wie ihr alle. Das sind die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die die Workshops angeboten haben hier an der CAU, am Leibniz-Institut für die Pädagogik der Naturwissenschaften und Mathematik. Und allen voran bitte noch mal ein großer Applaus für die Professorinnen Harms und Parchmann, die uns im Vorbereitungsteam so wahnsinnig toll und motiviert und engagiert unterstützt haben. Ich danke dem Umweltministerium für die wunderbare Kooperation, die uns gelungen ist. Ich glaube, auch das war eine Übung, die wir fortsetzen werden, denn wir werden noch gemeinsam an einem anderen großen Projekt arbeiten, denn wir arbeiten ja gemeinsam an einer Nachhaltigkeitsstrategie für das Land. Und ich glaube, das war ein wichtiger, auch motivationaler Tag für uns heute, zu sehen, dass wir hier gemeinsam dran arbeiten können. Ich danke den Kolleginnen und Kollegen aus den außerschulischen Lernorten, die heute mit hier waren und das Ganze mit unterstützen. Haben. Und ich danke ganz besonders herzlich den Kreisfachberaterinnen und Fachberater, für die dieser Tag gar nichts Besonderes war, weil sie schon seit Jahren und zum Teil seit Jahrzehnten am Thema BNE arbeiten. Und ich glaube, sie konnten aber diesen Tag heute auch ein bisschen als Frucht ihrer Arbeit genießen. Jedenfalls wünsche ich Ihnen, dass Sie das so sehen können. Und ich bedanke mich natürlich ganz, ganz herzlich bei dem weltbesten Moderatorenteam, was wir hier heute alle gemeinsam auf der Bühne erlebt haben. Und wir beide bedanken uns ganz herzlich. Vielleicht dürfen wir die noch mal nach vorne holen. Bitten. Das genau. Ist immer schön, wenn ich das so sagen darf. Und das freue ich mich natürlich sehr, wenn der Dank an uns geht. Aber wir sind eigentlich gar nicht die Richtigen, die diesen Dank verdient haben. Sondern das sind alle diese Menschen, die um sie rum dafür gesorgt haben, dass dieser Tag funktioniert. Herr Jarrat ist schon genannt worden. Das sind aber tatsächlich sehr viele weitere. Ich nenne sie nicht alle namentlich, weil da kann ich nur ganz viele vergessen. Aber ein paar vielleicht, Schwecken, die Frau Haverland ganz besonders, Frau Kitschitsche, Heidrun Petersen, Heike Groth und alle die in diesen orangenen Westen hier stehen. Und ich würde euch doch einmal noch mal bitten, nach vorne zu kommen, denn eigentlich ist das euer Dank und nicht unser Dank. Im Hörsaal darf man auch trampeln. So, Leute, genug gefeiert. Es geht nämlich weiter. Es gibt noch viel zu tun. Wir können uns auf dem heutigen Tag nicht ausruhen. Wir nehmen ihn mit in unserem Herzen, dass er uns weiterhin bewegt. Und das nächste große Datum ist der 5. Juni 2020. Da planen wir eine große BNE-Digitalkonferenz. Wir werden euch dazu digital einladen, digital mit uns zu kommunizieren. Es ist der Tag der Umwelt und wir möchten den nutzen, um weitere Ideen zu sammeln, aber vor allen Dingen, um zu hören, was ist in der Zwischenzeit in den Schulen passiert. Habt ihr eure Ideen umsetzen können? Habt ihr neue Ideen bekommen? Was wollt ihr uns noch sagen, was müssen wir weiteres tun? Ich denke, das wird der nächste Schritt sein, über den wir uns verständigen müssen. Und ansonsten wird es noch sehr, sehr viele Schritte mehr geben, über die wir jetzt nicht mehr sprechen können, weil uns jetzt die Zeit davon reicht. Nehmt diesen Tag bitte mit als Botschafterinnen und Botschafter an eure Schulen. Erzählt den anderen davon, die heute nicht dabei sein konnten. Und bitte bleibt weiter so engagiert. Und bitte seid ihr, sind wir die Veränderung, die wir in der Welt sehen wollen. Denn dann werden wir das schaffen. Herzlichen Dank. Kommt alle gut nach Hause. Es war wunderbar mit euch.